So, hallo zusammen zu Hause an den Empfangsgeräten, ob live dabei hier auf Twitch oder auf YouTube die Aufzeichnung schauend, begrüße ich euch jetzt sehr herzlich zu einer neuen Folge Valheim. Beim letzten Mal waren wir noch in den Sümpfen unterwegs. Ich habe in der Zwischenzeit mit meinen Mitspielern hier auf meinem kleinen Freundeserver den Sumpfboss besiegt und jetzt haben wir die nötige Ausrüstung, um in den Bergen nach Silber zu suchen. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass so die großen Bosskämpfe und so ein paar wichtige Ereignisse wir eben gerade nicht im Stream haben, weil das Spiel, finde ich, sehr dadurch gewinnt, dass man es selber entdeckt. Wenn man das einfach, ne, ich glaube, dass wenn man das selber spielt, es ist einfach wirklich auch so ein Abenteuerspiel, finde ich. Das hat schon was. Das ist schon cool. So, jetzt lass mich mal gucken. Wir haben hier jetzt schon ziemlich viel Silber in der Box und andere Wertsachen. Ich weiß nicht, Dracheneier, what the fuck? Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Naja, gucken wir mal. Hey! Flöck! Dankeschön fürs Abonnieren. Freut mich. Schon 7 Monate. Danke und hallo. Hier habe ich meinen Schubkarren geparkt. Genau. Der kann auch... Oh, da ist was drin. Ah, da habe ich ein bisschen Kupfer drin. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe... Ja, wir machen das jetzt. Ich habe ein größeres Projekt heute vor. Ich glaube, wir schaffen das im Stream nicht. Aber bevor ich jetzt wieder auf den Berg steige und da oben gegen Golems und Drachen kämpfe, bringen wir, glaube ich, erstmal das Silber, das ich hier schon gebunkert habe, nach Hause. Ich habe nämlich einen Plan. Boah, ist das Silber schwer. Boah, ist Silber schwer. Die Dracheneier nehmen wir auch mit. Ich habe nämlich einen Plan, der so verrückt ist, dass er uns wahrscheinlich alle umbringen wird. Ich möchte mir nämlich oben auf dem Berg ein kleines Lager bauen, ein Zwischenlager, damit ich nicht immer mit einer Handvoll Silber irgendwie wieder vom Berg runterrennen muss und dann wieder hoch. Deswegen will ich oben eine alte Burgruine wieder aufbauen, aber dafür brauchen wir einen Steinmetztisch und den werden wir jetzt hierher holen. Aber vorher bringe ich das Silber nach Hause. Katka, Hallöchen und Hallo System und Hi Landsquid Birdrider Sister, wie geht's euch allen so? So, der Schubkarren, der sollte eigentlich nicht über 1000 Gewicht haben, weil sonst wird der Weg beschwerlich. Die Physik von dem Schubkarren finde ich übrigens total super in dem Spiel, die macht mir voll Spaß. Aber man muss halt ein bisschen managen. So, ich hätte ja ein Portal hierher, falls ihr die Regeln von dem Spiel nicht kennt. Aber mit Portalen kann man keine Wertgegenstände, also keine Erze und auch dieses Drachenei, was auch immer das ist und für was man das braucht, nicht teleportieren. Die muss ich quasi jetzt wirklich auf dem langen Weg transportieren. Aber ich habe schon was vorbereitet. der ist schwer. Ich bin gespannt, ob wir den Weg schaffen. Na, schauen wir mal. Ich habe nämlich schon einen Weg gebaut. Ein Weg, der uns von unserem kleinen Gebirgsaußenlager hier direkt zu unserer Hauptbasis führt. Der Weg ist noch nicht ganz fertig. Ich muss vielleicht noch ein paar Unebenheiten aus dem Weg räumen auf dem Weg jetzt. Aber ich glaube, es geht schon. Der ist schon ganz gut geworden. Und vor allem habe ich eine gigantische Brücke gebaut, bei der ich mich auch ein bisschen verschätzt habe. Deswegen, die ist weird geworden, aber funktionabel. Das ist so schön, dass dieses Spiel eben auch so ein Stresssystem hat. Also, dass die Bauten so ein bisschen eine Physik simulieren. Und dass eben man nicht unendlich hochbauen kann, weil halt einfach irgendwann die strukturelle Integrität nachlässt. Oh ja, hier muss ich kurz ein bisschen die Treppe noch ebnen. Da kommen wir sonst mit unserem Wagen nicht drüber. Ah, der Wagen ist so schwer. Komm, hau da noch schnell hin. Ah, okay. Das muss reichen, hoffentlich. Ah, ne, hier ist echt blöd irgendwie. Na, ich hau nur meine Treppe kaputt. Okay, Wagen, ich muss noch mal kurz mich koppeln. Ich glaube, das müssen wir noch mal ein bisschen geschickter machen hier. Okay, das sieht gut aus. Okay, besser. Gut, Wagen, weiter geht's.
Hi, Rocco. Na gut, wenn wir die Steigung hier schaffen, das ist so ein bisschen die Probetreppe, die Probesteigung. Wenn wir die schaffen, dann bringen wir den Wagen mit dem Silber nach Hause. Das ist jetzt ein super wertvoller Schatz, den ich hier transportiere. Ich habe schon ein bisschen Silber nach Hause gebracht, aber das ist jetzt die erste größere Wagenladung Silber. Das ist super cool. Damit könnten wir schon so coole Sachen machen, aber das Silber verarbeiten werden wir jetzt nicht, weil der Stream heute eh nur bis 9 geht und das Silber verwerten dauert ewig. Deswegen werden wir lieber ein bisschen mehr Abenteuer erleben und eine Basis bauen, wo ich mir nicht sicher bin, ob eine Basis eine gute Idee ist. Aber ja. Das hat mich noch nie an irgendwas gehindert, dass was eine schlechte Idee ist. Ganz im Gegenteil. Meine schlechten Ideen sind legendär. Ah, endlich ein bisschen bergab. Man spürt's richtig. Wenn man hier spielt, spürt man richtig, wie unser Charakter an dem Wagen ziehen muss. Ich weiß nicht, ob das beim Zusehen auch rüberkommt, aber wie gesagt, die Physik von diesem Schubkahn finde ich absolut fantastisch. Das macht so viel Spaß. Wobei ein Schubkahn ist es nicht, ne? Bei dem würde man schieben. Deswegen heißt er auch Schubkarren. Glaube ich. So leite ich mir das zumindest her. Es klingt so. Es ist ein Ziehkahn. Also einfach nur ein Kahn im Endeffekt. Ein Zwerg. Geh bitte von meinem Wagen weg. Ich will nicht, dass du den kaputt machst, bitte. Das wäre sehr, sehr schade. So, das ist jetzt ein weiter Weg. Ich habe da wirklich, ne, ich spiele das Spiel so ein bisschen meditativ am Wochenende immer ganz gerne. Und da nehme ich immer gern große und bescheuerte Projekte in Angriff, die ich normalerweise nie machen würde, weil sie super Zeitverschwendung sind. Aber dann höre ich irgendwie Podcast oder lasse eine Serie nebenbei laufen und dann mache ich hier meine Wege durch den Wald. Das war alles dichter Wald hier, total hügelig. Ich habe ganz viel gemacht. Man sieht hier überall noch die Stempen von den gefällten Bäumen. Hab hier alles einigermaßen begradigt, damit wir mit unserem Wagen gut durchkommen. So, hinter der Lichtung, wenn wir jetzt da oben sind, kommt noch ein Stückchen Wald und dann kommt die große Brücke. Und wenn wir die überquert haben, ist es nicht mehr weit. Dann sind wir fast im Lager. Ich will gar nicht wissen. Mich würde es schon interessieren. Doch, doch, ich würde es eigentlich gerne wissen, wie viel Zeit ich jetzt tatsächlich hier letztes Wochenende in die Erstellung dieses Weges hier gesteckt habe. Ich glaube nämlich sehr viel. Ich glaube wahrscheinlich ungefähr 438 Stunden. Pi mal Daumen. An einem Wochenende. Nicht schlecht. Ich muss kurz Ausdauer regenerieren. Wenn ich nicht sprinte, schaffe ich es nicht, den Karren hier hochzuziehen. Ah, oh, und selbst beim Sprinten. Oh, den Hügel muss ich vielleicht später nochmal ein bisschen bearbeiten. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir das Silber heimbringen. Ja, die Stelle hier muss ich noch mal ein bisschen glätten. Da kommen wir nicht gut vorwärts. Eieiei. Eiderdaus. Eiderdaus ist auch so ein geiler Begriff. Benutzt den jemand wirklich? Woher kenne ich den eigentlich? Woher habe ich den? Sagt bestimmt irgendeine Fernsehfigur aus meiner Kindheit, hat das bestimmt gesagt. Eiderdaus, die Mickey Maus. Habe ich gerade im Kopf. Keine Ahnung, ist das ein Zitat? Habe ich mir das gerade selber ausgedacht? Macht mein Hirn komische Sachen? Vielleicht alles ein bisschen. Es wird auch noch dunkel jetzt. Ist nicht schlimm. Der Weg zurück, den ich hier gemacht habe, ist sehr harmlos. Ab und zu, es gibt kurze Passagen, wo wir durch Schwarzwald laufen. Ansonsten sind wir hier überall in den Meadows. Alles easy. So, wir sind gleich bei der Brücke. Und dann ist es nicht mehr weit. Ah, den Stock hätte ich nicht aufheben sollen, der ist zu schwer. Wir sind wirklich bis an den Rand beladen. Und deswegen muss ich auch echt aufpassen, dass der Karren nicht großartig über 1000 Kilo kommt. Weil wenn der zu schwer wird, ich hatte den mal bei 1600 oder so, und dann komme ich nicht mehr hoch. Dann komme ich die Steigungen hier nicht mehr hoch bei meiner Riesenbrücke, die ich hier gebaut habe.
Okay. Brückenüberquerung initiiert. Schauen wir mal kurz. Ich habe extra einen Checkpoint errichtet. Da kann ich mal gucken, ob der Wagen repariert werden muss. Weil manchmal durch den holprigen Weg und durch Gegner und sowas kriegt er schon ein bisschen was ab. Aber, ups. Ich glaube, das sieht gut aus, oder? Ah ja, der ist fit. Na dann. So, es wird Nacht. Regen und Sturm. Was will man mehr, oder? Ich musste hier nochmal so eine komische Biegung in meine Brücke bauen, weil ich unterschätzt habe, wie tief das Wasser ist. Und die Stempel konnte ich einfach nicht so hoch bauen. Ich konnte einfach die Teile, die Brücke nicht so hoch bauen. Hier am Abhang ging es noch ganz gut, aber dann direkt im Wasser in der Mitte ist der Fluss viel tiefer, als ich dachte. Deswegen musste ich dann nochmal eben so eine steile Biegung einbauen, so eine Kurve, so ein Tal. Weil sonst wäre mir die Brücke nicht stehen geblieben. So, komm, Endspurt. Die letzte große Steigung und dann ist es ein Spaziergang, bis wir im Lager sind. Los geht's. Ich hätte die Zeit stoppen sollen. Mich hätte interessiert, wie lang es dauert. Aber ich glaube nicht lang, ne? 10 Minuten vielleicht. So, Ausdauer regenerieren. Das war vor allem das Blöde mit dem Karren mit über 1000 Kilo. Bin ich rückwärts nach hinten gerutscht, wenn ich normal gelaufen bin. Ich konnte nicht mal auf Ort und Stelle halten, ohne Sprinten. Deswegen bin ich hier einfach nicht hochgekommen. Keine Chance. Aber so geht's. Das ist auch, ich finde das ein sehr cooles Game Design Feature, eine sehr coole Game Design Überlegung, dass man eben Erze und Metalle und eben so die wertvollen Rohstoffe im Grunde nicht teleportieren kann. Weil dadurch wird jede Reise wieder ein kleines Abenteuer. Gerade wenn man die Meere überqueren muss oder sowas. Wir haben jetzt hier einen Berg auf unserem Startkontinent. Na, ein Schamane, dann komm her. Ich glaube, der Schamane kann mit seinem Gift nicht mal meinem Auto wehtun. Ich ihm aber schon. Hier habe ich auch sehr viel Holz gefällt, um hier den Weg durchzumachen. Die Brücke ist echt ultra wichtig, die ich da hinten gebaut habe. Das war ein Riesenprojekt, die zu bauen, gerade weil sie eben nicht so stabil war, weil ich nicht so hoch bauen konnte. Aber das erleichtert einem jetzt den Weg sehr, weil ja, hat es irgendwie einfach einen total irren Fluss generiert bei der Welterstellung. Der war immer super umständlich und super schwer zu durchqueren. Also selbst zu Fuß mit dem Wagen da hinten kann man sowieso vergessen. Das ist schon gut, dass ich das gemacht habe. Da meine erste Steinstruktur, da habe ich ein bisschen rumexperimentiert mit Steinen. Ist er nicht hübsch, der Dingens. Hi Retro Games, wie geht's, wie steht's? Das ist schon cool, dass die großen Bonfires auch im Regen brennen. Wäre ich eigentlich trocken, wenn ich mich in der Nähe von dem aufhalte? Nein, da ist der Regen stärker. Na gut. Hey Pflöck, wie geht's? Hallo. Willkommen. Geschafft. Parken wir unseren Wagen hier erstmal. Und jetzt nehme ich mal das ganze Zeug. Und dann schleppen wir uns mal schwer beladen in unser Häuschen. Und jetzt räume ich erstmal die Erze, die 100.000 Kilo haben, hier rein. Ach, Erze gehören ja gar nicht mehr hier rein. Ich habe hier umgeräumt. Ah, dann müssen wir die einmal hier rüberschleppen schnell. Ist okay, ich stopfe gleich ein bisschen was in die Öfen. Das ist eh eine gute Idee. Dann wird gleich ein bisschen was verarbeitet, während wir uns vorbereiten. Oh nein, die Bienen werden angegriffen. Zum Glück können die sich von alleine wehren, aber halt auch nur ein bisschen. Sind halt auch nur doofe Bienen, ne? Mein Gott, sind die Dracheneier auch so schwer, oder wie? Ich verstehe sie überhaupt nicht. Ja, die Dracheneier sind ultra schwer. Ich weiß überhaupt nicht, warum liegen hier Steine? Meine Güte, Dracheneier. Ich bin echt gespannt, für was man die braucht. Bitte, wenn ihr es wisst, keine Spoiler. Ich halte mich von Wikis und sowas aktuell noch fern bei dem Spiel. Ich bin gerade noch in der Ebene, in der ich mich quasi nicht spoilen will, was noch so an Technologien und Möglichkeiten und Crafting-Rezepten kommt.
Aber ich bin schon gespannt, was man mit Dracheneier machen kann. Nein, irgendjemand hat voll die Bienenstöcke kaputt gemacht. Was ist denn hier passiert? Hi Stargater, wie geht's? Schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Du warst jetzt auch schon länger nicht mehr in den Streams dabei, oder? Oder am Lurken vielleicht zumindest nur. Cool, cool. Ah ja, Bienenstöcke. Wollte ich wieder aufbauen. Ach, waren eh nur zwei kaputt. Okay, das sah so viel aus. Hey Abraxe, hallo, wie geht's? Cool, dass du auch da bist. Freut mich. So, ich fülle hier nochmal auf. Oh, wisst ihr was? Das ist eine gute Idee. Ich fülle hier wirklich die Öfen nochmal voll auf und dann legen wir uns erstmal ins Bett, damit die Zeit ein bisschen vergeht und in der Zeit wird dann schon mal ganz viel Silber fertig. Vielleicht bauen wir uns ja doch noch eine Kleinigkeit aus Silber, bevor wir wieder aufbrechen. Wäre nicht schlecht. So, aber jetzt erstmal ins Bett kuscheln. Nein, Moment, wartet mal. Ich brauche reguläres Holz. Na, da haben wir nicht so viel. Aber gut, ich hau trotzdem noch in die Holzkohleöfen was. Hilft ja nichts. So, ab ins Bett. Ab ins Brettchen mit uns. Sagt der Holzwurm oder so. So. Nochmal aufgefüllt. Die Öfen. Hey, wir hauen hier das Silber durch wie nix. Das ist ja irre. Wir brauchen Eisen. Ich muss auch irgendwie mal Sümpfe hier auf dem Kontinent finden, damit ich hier auch vor Ort mal eine Eisenproduktion habe. Also Eisen einfach habe. Das wäre cool. Hi, Desert Railgun, hallo. Wie geht's? So, wir hätten jetzt hier 27 Silber und mehr ist auf dem Weg. Da gucke ich aber jetzt wirklich, ob wir da was damit anfangen können. Da, warum ist denn da Gemüse in der Fleischkiste? Das geht doch mal gar nicht. So. Steine kommen noch in die Stein- und Holzkiste. Die Honig, genau. Honig kommt auch in die Veggie-Kiste. Okay, schauen wir mal, ob wir irgendwas Cooles mit 20, 30 sogar im Grunde Silber machen könnten. Zum Beispiel den Wolf Armor. Resistant versus Frost. Movement Speed minus 5%. Na gut, das habe ich hier auch. Okay, ich verstehe. Die Silber- oder die Eisenrüstung auf Stufe 4, die ich jetzt habe, wäre genauso gut wie die Wolfsrüstung auf Stufe 1. Das heißt, das lohnt sich erst, die wirklich zu machen, wenn ich auch gleich die Dingsy-Bumpsies habe, die Rohstoffe, um die abzugraden. Aber gut. Mir geht's auch super. Danke, Desert Railgun. Alles gut. Ich freue mich jetzt richtig auch hier über den Valheim-Stream, weil ich habe eigentlich kaum Zeit. Ich habe in meinem Urlaub so viel Valheim gespielt, was mich echt fasziniert hat. Und jetzt, wo ich wieder arbeite, habe ich kaum Zeit, noch weiter zu spielen. Deswegen freue ich mich jetzt auf die Streams immer umso mehr, weil ich da wieder mal Zeit habe, ein bisschen weiter zu grinden hier. Also was, jetzt verarbeiten wir das Silber, das wir hier haben, noch fertig, oder? Nein, doch, nein, oder? Okay, ein Tag noch. Kommt,
geht mit mir auf eine grindige Grindreise der Grindigkeit. Ich teleportiere mich kurz in mein Mountain-Außenlager, weil ich glaube, da in der Kiste... Ach so, ich hab Erze dabei, natürlich. Das geht natürlich nicht. Denn ich glaube, ich habe noch Holz in den Kisten gelagert. Das hole ich. Das kann man teleportieren nämlich. Das müssen wir nicht mit dem Schubkahn transportieren. Der ja kein Schubkahn, sondern ein Zuckkahn ist. Oder so. Genau, das können wir in Kohle umwandeln. Den Frostbeutel nehme ich auch mit. Da können wir nämlich Eistörtchen kochen. Köstlich. Aber jetzt werfen wir erstmal die Kohleöfen ordentlich an. Die Rauchphysik ist so schön gemacht in dem Spiel. Ich mag das so. Ich muss mal wirklich... Man braucht halt sehr viel Eisen. Und ich wollte Eisen dafür eigentlich noch nicht ausgeben. Aber irgendwann muss ich die Holzbalken, die ich hier habe, durch eisenverstärkte Balken austauschen, damit wir das Haus noch ein bisschen erweitern können. Ich wollte nämlich eigentlich hier in der Haupthalle... Ihr seht schon, die musste ich teilweise ganz schön mit irgendwelchen Konstruktionen abstützen, damit das Dach nicht einstürzt. Weil das ist echt... Maximalhöhe einfach. Und ich würde gern hier eigentlich nochmal so eine Erhöhung reinbauen, dass da quasi so ein Abzug entsteht. Wie das früher wirklich in so Langhäusern war. Dass hier quasi einfach so ein Stückchen vom Dach noch eine Stufe höher gesetzt wird und so ein Schlitz frei bleibt, damit da der ganze Rauch abziehen kann, wenn hier die Produktion mal auf Hochtouren läuft. So wie hier im Schlafzimmer halt auch. Da habe ich auch einen schönen kleinen Kamin gebaut. Und das Geile an der Rauchphysik in dem Spiel ist halt, dass der sogar funktioniert. Und so Sachen finde ich einfach echt schön. Dass der Rauch tatsächlich quasi hier oben jetzt rausraucht. Und vorher hat der wirklich uns die Bude total zugequalmt. Und teilweise konnte man nicht wirklich im Bett liegen, weil man erstickt ist. Vor lauter Rauch. Und sowas finde ich einfach cool. Sowas mag ich. Genau hier. Ich meine, das Gebäude ist so hoch, dass es eigentlich fürs Gameplay egal ist. Der Rauch verschwindet dann einfach, ne? Der raucht auch nicht ewig weiter. Aber schöner wäre es, wenn ich oben so einen Abzug hätte, finde ich. Aber wie gesagt, dafür brauche ich erstmal sehr viel Eisen, weil wir dafür einfach auch sehr viel Eisenbalken brauchen. Und die habe ich momentan halt noch nicht. Kohle. Ich brauche mehr Kohle. Ich weiß, wo ich noch ein bisschen Kohle holen kann, glaube ich. Das verschiebt zwar das Problem jetzt nur, aber während die Kohleöfen hier produzieren, gehe ich schnell zu unserem Strandhaus. Da habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Kohle gelagert und ich werde da auf jeden Fall den Kohleofen auch mal anheizen, den wir im Strandhaus gebaut haben. Damit der auch ein bisschen mitproduzieren kann. So, den Kohlehaufen nehme ich mit. Na gut, mehr haben wir nicht. Aber passt schon. Hier wäre auch noch ganz viel Holz, wenn ich es bräuchte. Gut zu wissen. Was haben wir hier eigentlich noch so? Ich guck mal schnell ein bisschen durch. Ah, Kohle. Perfekt. Ich schaue nur gerade, ob irgendwas dabei ist, das sich lohnt, das jetzt mitzunehmen. Hey, Abraxa, danke schön für die Bits. Das Bitglas wird wieder aufgefüllt. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Super cool. Super nett. Immer wieder eine Freude hier mit euch. Hier hätten wir noch ein bisschen Eisen. Und Zinn. Naja. ...150 Bits. Super cool, dankeschön. So wie die Rauchphysik mag ich auch die Bit-Physik im Spendenglas sehr gerne. Schon allein deswegen freue ich mich immer, um zu sehen, wie die reinrieseln. Super cool.
Oh, hier fehlt irgendwas Kohle wahrscheinlich. Rein damit. So, wie viel Eisen, wie viel Silber? Ah ja, komm, die 4 Barren, die machen wir noch. Das Kupfer lassen wir. Das muss ich nicht jetzt unbedingt verarbeiten. Aber ja, die machen wir noch. Und dann bauen wir uns irgendwas Schönes aus Eisen, Silber. Ich glaube, ehrlich gesagt, Hosen. Ich glaube, ich mache mir Silberhosen, weil meine Eisenhosen sind noch nicht so abgegradet. Oder ein Helm. Stimmt, der ist das niedriglevligste, da hätte ich wahrscheinlich den größten Bonus. Oder, wäre natürlich super cool, ein Schwert. Oder ein Schild. Schild darf man nicht unterschätzen. Ich gehe gerne in Nahkampf, auch gegen die großen Gegner. Da ist ein gutes Schild Gold wert. Da hat das Spiel im Nahkampf so ein bisschen eine Dark Souls-artige Mechanik. Das Blocken verbraucht quasi Ausdauer. Beziehungsweise gibt es auch so eine Art Stance, also so Standfestigkeit beim Blocken. Und wenn Gegner zu stark treffen, ist aber abhängig von deinem Schild, dann wirst du quasi gestaggert. Also dann verlierst du das Gleichgewicht und bist offen für Gegenangriffe. Und deswegen sind bessere Schilder und natürlich ein super Timing beim Blocken, aber das kann ich ganz gut eigentlich. Super wichtig. Okay, dokeli. Was machen wir denn jetzt? Ich räume mal kurz die Zutaten, die wir hier haben, noch weg. Egelblut. Ganz viel Kohle, Frostbeutel. Die Kotzbären. Okay, der Rest ist Crafting-Zeugs. Ich könnte mal meine Nahrungsmittel ein bisschen upgraden. Ich habe extra nicht die allerbesten Nahrungsmittel mitgenommen, damit ich mir die guten aufhebe. Wobei, eigentlich habe ich schon ziemlich gute Nahrungsmittel dabei, ne? Aber Black Soup könnte ich wieder mal mitnehmen. Die ist super. Aber alles, was ich habe, ist gut eigentlich. Ich habe gutes Essen dabei. Das passt schon. Da brauche ich eigentlich nichts anderes, glaube ich. So, dann transportiere ich mal die Silber, die wir haben, schon mal rüber Richtung Werkbank. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie der Helm aussieht, der Silberhelm. Da bin ich gespannt. Gibt's einen Silberhelm? Ich sehe nämlich keinen. Ja, gibt's wirklich keinen Silberhelm? Es gibt hier den Wolf-Armor für Chest und Legs, aber die sind quasi die Silberrüstung, auch wenn sie Wolf heißen. Silberpfeile. Eine Kristall... hier, Kristall-Battle-Axe. Das wäre schon auch nicht schlecht wahrscheinlich. Aber ich bin gar kein Battle-Axe-Kämpfer. Der Draugr-Bow, das wäre auch super. Köstliche Sachen gibt's hier. Aber keinen Helm. Interessant. Hammer Time. Verrückt. Hier wäre das Silberschild. Ach, das ist so günstig. Acht nur. Hey, vielleicht mache ich mir ein Silberschild. Lass mich kurz vergleichen. Durability ist gleich. Oh, boah, Block Armor. Block Armor ist irre. Block Force ist besser. Parry-Bonus ist schlechter. Aha, interessant. Der Parier-Bonus ist schlechter, aber ansonsten, es ist ein sehr gutes defensives Schild. Na, das ist schon interessant auf jeden Fall. Und hier haben wir das Silberschwert. Das braucht schon ein bisschen mehr. Für morgen Abend 23 Uhr ist eine 40 Minuten Nintendo Direct angekündigt. Genau, Abraxas, stimmt, habe ich auch vorher schon gelesen. Freue mich schon drauf. Ich habe es vorher schon getweetet gleich, als ich das gelesen habe. Ich finde, die Nintendo Directs sind einfach ein tolles Format. Auch wenn die nicht immer das ankündigen, was man sich gerne wünschen würde und so weiter, gerade jetzt in der Pandemie und so, ist eh ganz klar. Aber rein das Format ist einfach toll. Das macht Spaß, die zu gucken. Die ist schnell, die ist zackig, die hängt sich nicht zu lange mit irgendwelchen Details auf. Die liefert einfach einen guten Überblick, ohne irgendwie zu sehr hier, ne,
einzelne Spiele in den Fokus zu nehmen. Und das finde ich ein super Format. Ich mag die Nintendo Direct sehr gerne. Das macht Nintendo schon sehr gut. Ich finde es auch sehr gut, dass mittlerweile im Grunde alle dieses Nintendo Direct-Format kopiert haben, weil es einfach gut ist. Es ist einfach gut. Die gucke ich immer echt sehr gerne. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt. Okay, ich habe so viel Silber. Guckt euch das mal an. 70, 71 Silber. Also, aber jetzt muss ich noch mal kurz zu dem anderen Werktisch schauen. Weil, dass es keinen Silberhelm gibt, macht mich stutzig. Und ich frage mich, ob der vielleicht irgendwo hier auf der Werkbank dabei sein könnte. Leatherhelm? Trolllederhelm? Nö, nix. Genau, den Wolfumhang ist das Einzige, das ich mir schon gemacht habe, weil der schützt vor der Kälte auf dem Berg, was sehr gut ist. Weil die Kälte auf dem Berg ist sehr schlecht. Ha, gibt's keinen Silberhelm. Oder ich habe einen Rohstoff noch nicht gefunden, den man braucht für den Silberhelm. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, dann werde ich mir die Wolfshosen machen, glaube ich, am ehesten. Weil, wie gesagt, da ist meine Hose ist noch niedrigleveliger als meine Eisenrüstung. Oder tatsächlich Schild und Schwert. Ich glaube, ich mache Schild und Schwert. Oh Gott, ich glaube, ich mache Schild und Schwert. Dann bin ich super awesome, glaube ich. Dafür brauchen wir 40 Silber. Boah, ich hoffe, das ist es wert. Oh oh, 5 Eisen. Fehlschlag. Das ist leider schief gelaufen. Ich finde aber die E3-Shows von Microsoft, die haben auch einen guten Rhythmus gefunden. Die machen das auch gut. Die haben halt dann auch teilweise, damit die auf ihre 200 World Premiers kommen. Nee, das sind jetzt die Video Game Awards. Aber Microsoft macht ja auch immer so, hier, guck mal, wir haben heute 300 Spiele, die wir ankündigen. Irre. Und dann ist halt, sind halt auch viele Sachen drin, wo man sich fragt, na, bräuchte das jetzt unbedingt hier einen eigenen Trailer? Oder, ja, das kennen wir halt schon als PC-Spiel seit einem halben Jahr. Ist ja schön, dass das auf die Xbox kommt, aber hm. Aber trotzdem, die Xbox E3-Präsentation finde ich auch sehr gut. Die States of Play, heißen sie, von Sony, die haben mir oft, oft sind die ein bisschen zu fokuszentriert. Die zeigen dann zu oft zu viel von Spielen, die halt mich zufällig gerade nicht interessieren. Und deswegen finde ich die manchmal dann ein bisschen langatmig. Das ist halt immer eine Glückssache. Ob die auf das Spiel, auf das die eingehen, ob das halt eins ist, das einen gerade interessiert oder nicht, ne? Aber ja. Vielleicht fehlt dir Silber. Es fehlt immer. Man kann immer noch mehr Silber haben. Aber welche Farbkombination nehmen wir denn für unser Schild? Es gibt leider kein Landsquid Bird Rider Logo, aber weiß und rot sind die Kanalfarben. Dann werde ich wohl das hier nehmen. Tada, Silberschild. Yes. Ich muss zugeben, das Eisenschild gefällt mir besser, aber das Silberschild ist schon gut. Wir könnten es auch ein bisschen upgraden. Was bringt denn das Upgrade? Bringt das nur Durability? Nein, auch ein bisschen besser im Blocken und so weiter. Naja, ich glaube aber ehrlich gesagt, da mache ich mir lieber Hosen. Silberhosen. Wer will nicht gerne Silberhosen tragen? Wolfpelz und Wolffang. Oh, ich bin überladen. Moment. Wolfpelz und Wolffang. Wolfpelz und nein, ich habe zu wenig Wolfreißzähne. Ich brauche 4 und habe nur 3. Na, wenn das so ist, gehen wir jetzt, glaube ich, einfach mit meinem neuen Schild auf den Berg und fertig. Das war's dann mit Grinden erstmal. Naja, das Silber wird nicht schlecht. Das lasse ich jetzt mal hier drin. I'll be back. Na gut, dann das neue Schild habe ich ausgerüstet. Dann kann ich das alte Schild mal in die Ausrüstungskiste legen. Ich bin jetzt übrigens umgestiegen. Damit Pfeile gespart werden, benutze ich jetzt nicht mehr Pfeil und Bogen, sondern ich werfe meinen Speer. Das ist zwar ein bisschen schwieriger und ne, man, das braucht schon Skill.
Aber es ist auch irgendwie cool. Ich bin jetzt der speerwerfende Fernkampf-Wikinger. Und nicht mehr der Pfeil- und Bogenschießende. Ich meine, so Hosen aus massivem Silber sind wahrscheinlich nicht sehr bequem. Aber man muss schon sagen, wahrscheinlich wären die echt viel wert und man könnte sie gut verkaufen. Deswegen hätte ich auch gern Silberhosen. Ist Silber so viel wert? Bestimmt, oder? Zumindest so ein bisschen. Wird schon nicht wertlos sein. So eine Hose aus massivem Silber. Kommt darauf an, wie dick die halt ist, ne? Ich stelle mir das schon mit so 1-2 Zentimeter Dicke vor. 1 Gramm 64 Cent. Hast du das gerade gegoogelt? Jetzt wäre interessant, wie viel eine Hose aus Silber wiegt. Die hat garantiert ein paar Kilo. Ich kann nicht einschätzen, wie schwer Kilo ist. Aber so eine Hose hat bestimmt viele Kilos. Und 1 Kilo sind 1000 Gramm, oder? Ich glaube schon. Das wären dann schon auf jeden Fall ein paar tausend Euro, wenn nicht sogar fünfstellig. Die nehme ich. Okay, ich nehme sie. Ich nehme die Silberhose. Ach, mit dem unbeladenen Kahn ist es so unbeschwerlich hier, über die steilen Brückenaufgänge zu rennen. Kaum Widerstand, als ob ich alleine, als ob ich gar nichts irgendwie am Hintern hängen hätte. Ich hab was vergessen. Nein, wir müssen noch mal ganz kurz umdrehen. Sorry. Ich hab's verplant. Gekonntes Rangiermanöver. Ups. Die Brücke hält das aus. So schnell geht die nicht kaputt. Ich muss den Steinmetztisch mitnehmen. Ich will ja oben auf dem Berg eine Steinfestung errichten. Ich will einen alten Steinturm restaurieren. Dafür brauche ich den Steinmetztisch. Steine holen wir uns vor Ort. Ich habe nämlich schon wieder eine Silberader entdeckt oben auf dem Berg. Die werde ich ausheben und dabei hebt man zwangsläufig sowieso ganz viel Steine auf. Was klebt dir immer am Hintern in Spielen? Die Silberhosen oder der Schubkahn? Der Schubkahn hat, wenn man genau hinguckt, sogar ein Seil. Da geht quasi von links und rechts ein Seil an die Hüften des Charakters. Das klebt nicht magisch dran oder so. Ist wirklich umgebunden. Ich frage mich, ob das wirklich früher so gemacht wurde. Keine Ahnung. Ich kann es mir vorstellen. Warum eigentlich nicht? Also Stadtwachen. Apropos Stadtwachen, wisst ihr, was ich jetzt wieder angefangen habe zu spielen? Ich spiele das gerade, weil es im Game Pass ist auf der Xbox. Und ich bin verliebt wieder aufs Neue. Und zwar Fable. Ich habe das erste Fable wieder angefangen zu spielen. Nach über 17 Jahren oder so. Das war damals für mich schon ein magisches Spiel. Ich glaube, das war quasi damals, seit The Legend of Zelda Ocarina of Time, das erste Spiel, das mich mal wieder so richtig magisch in seine Welt gezogen hat, damals. Und jetzt geht's mir irgendwie wieder so. Die Musik, das Design, es ist einfach, es ist natürlich alles Nostalgie und so, klar. Aber das ist schon schön einfach. Und Fable hat vor allem auch, was mache ich denn eigentlich beim Haus? Fable hat vor allem auch, finde ich, so clevere Ideen für damalige Verhältnisse, ne? Das war schon gut. Das hatte auch viel wacky Ideen, viel seltsames Zeug, das ich nicht vermisse. Aber im Großen und Ganzen war das seiner Zeit in vielerlei Hinsicht schon voraus, finde ich, ne? Wenn man das so vergleicht mit Spielen, die im gleichen Jahr oder um das Spiel rum erschienen sind, ist das schon, das ist schon, ja, ich mag Fable. Ich habe auch vor, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das durchziehe, weil es halt doch zeitintensiv ist.
Aber ich werde jetzt den ersten Teil relativ ausführlich spielen. Jetzt nicht mit Guide irgendwie auf 100%, aber ich nehme schon die Sidequests und was das Spiel so hat und die Dämonentüren und so, die nehme ich schon alle mit. Und dann gucke ich mal, ob ich danach vielleicht Bock habe, Fable 2 zu starten. Und wenn ich, ne, und dann kann man ja mal schauen, ob dann der dritte auch noch geht. Ich kann mich noch erinnern, dass der dritte damals nicht gut angekommen ist. Viele waren da irgendwie enttäuscht von dem. Und ich weiß noch, dass ich früher, als der neu war, nicht verstanden habe, was die Leute für ein Problem mit dem dritten Teil hatten. Weil ich mochte den sehr gerne. Genauso gern wie den ersten und den zweiten eigentlich. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, wenn ich die jetzt nacheinander im direkten Vergleich spiele, ob ich dann quasi die Kritikpunkte eher nachvollziehen kann, die die Leute damals hatten. Ob der wirklich in manchen Punkten abgebaut hat. Ich kann mich im dritten nur noch erinnern, dass ich super viel Spaß dran hatte, die gesamte Spielwelt aufzukaufen und alle Immobilien, die es gibt, quasi einzukaufen. Das war eine super Langzeitmotivation für mich. Ich habe das Spiel hunderte von Stunden gespielt, weit über das Ende der Story und alle Quests hinaus, nur damit ich alles Geld der Welt zusammenkratze, damit ich mir auch das letzte Haus und am Schluss dann irgendwie ja den Königspalast für 1 Million Gold oder so kaufe. Und dann war ich der König der Welt. So funktioniert das scheinbar. Man kriegt dann wirklich so eine Krone, wenn man den Palast kaufen kann, wenn man sich den leisten kann als Immobilienhai, dann ist man König von Albion oder wie die Welt heißt gleich nochmal von Fable. Ah ja, schön. Das war schon cool. Coole Ideen hatte das auf jeden Fall. Albion, ja genau. Aber es hatte auch, ich kann mich an so ein paar witzige Sachen erinnern, das hatte auch so Logikfehler. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob es ein Achievement war oder eine Dämonentür oder irgendwas. Und ich weiß auch nicht mehr, ob es der zweite oder der dritte Teil war, auf jeden Fall nicht der erste. Auf jeden Fall musste man da quasi in dem Spiel Sex mit mehreren Partnern gleichzeitig haben. Oder vielleicht wollte auch ich das nur irgendwie mal testen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich dann durch das Dorf gegangen, wo ich mein Haus hatte. Und hab dann irgendwie 5 Leute oder so angeflirtet, keine Ahnung. Und bin dann mit denen in mein Haus gegangen. Und eine von den 5 Personen war eben auch meine Ehefrau im Spiel. Und dann bin ich quasi zum Bett gegangen und hab diesen Event ausgelöst und hatte quasi dann eben Sex mit multiplen Persönlichkeiten oder so ähnlich. Und hab dann das geschafft, was ich schaffen wollte, aus welchen Gründen auch immer. Und nach dieser Sequenz steht dann plötzlich meine Frau weinend am Bett und sagt, wie kannst du nur? Und war total sauer auf mich, weil das, aus Spiellogik heraus habe ich sie quasi gerade betrogen mit anderen Figuren. Aber sie war ja mit dabei und so. Naja, genau. Solche Sachen passieren eben, weil das Spiel aber eben auch relativ komplexe, gerade für die Zeit, Interaktionsmöglichkeiten mit NPCs erlaubt. Und das war halt echt cool damals. Da habe ich so viel Zeit damit verbracht, einfach nur rumzutesten, was geht und was man machen kann. Und gerade im ersten Teil war das ja noch nicht so leicht mit dem Immobilienkaufen. Da bin ich halt dann mal durch die Welt gezogen und habe absolut alle NPCs umgebracht, damit ihre Häuser dann verfügbar werden, damit ich sie dann günstig kaufen kann oder überhaupt kaufen kann. Und lauter so Blödsinn. Das war halt ein wunderschöner Sandkasten damals, den Zoo auf jeden Fall damals noch nicht gegeben hat. Also vor allem nicht in der Präsentation, ne? Wir reden ja hier auch von einem für damalige Verhältnisse super hübschen 3D-Spiel. Sowas hat man, wenn dann, eher noch von so ganz klassischen und super komplexen und auch komplizierten 2D-Top-Down-RPGs vielleicht noch erwartet. Ultima oder sowas. Bei sowas kann ich mir so Mechaniken noch vorstellen. Aber für damalige Zeit so ein richtig schönes, aufwendiges 3D-Adventure mit Komfortfunktionen, was weiß ich was, und dann trotzdem so eine Tiefe in der Interaktion mit Figuren, und ja, das war toll, das war super. Doch, doch, das war damals für mich schon magisch. Hey Cluedo, hallo, willkommen. Cluedo plus 5 Raider, hallo zusammen. Wie geht's euch? Ich schwärme gerade so ein bisschen von Fable. Ich glaube, das hast du doch auch irgendwann mal in dem Stream gespielt, oder Cluedo? Fable. Ich weiß nicht mehr welches, aber auf jeden Fall
habe ich dir da mal zugeguckt. Ich glaube, du hast diesen Keim damals eingepflanzt in mir, der mich jetzt dazu gebracht hat, Fable doch wieder auszutesten, auszupacken. Jetzt hör doch auf, Steine auf meinen Wagen zu werfen, Zwerg. Ich mache gar nichts, ich fahre hier nur durch. Ah, ich glaube, ich muss den schnell kaputt hauen. Kann nicht sein, dass der meinen Wagen hier steinigt. Der hat nicht mal Jehova gesagt. Sodala. Fable 1 und 2. Ah ja, beide. Beim dritten ist mir leider sehr schnell die Lust vergangen. Da habe ich vorher schon drüber geredet. Kannst du mir das erklären, was für ein Problem die Leute mit dem dritten Teil hatten? Weil ich kann mich noch erinnern, dass ich damals mit dem dritten genauso viel Spaß hatte wie mit 1 und 2. Und ich habe damals schon nicht verstanden, was eigentlich das Problem war. Ich habe mich jetzt auch nicht genauer informiert oder so. Aber ich habe noch mitbekommen, dass viele den dritten nicht mochten. Und ich weiß bis heute nicht, warum eigentlich. Oder ist dir nur die Lust vergangen, weil ich, also ich kenne das, ich wollte jetzt auch vor kurzem mal wieder die Gears of War Trilogie durchspielen, weil die Spiele mag ich auch sehr gerne. Ich finde die echt cool einfach, lustige, coole Spiele. Aber dann nach dem zweiten, wenn man alle so am Stück spielt, dann ist halt doch monoton. Wenn die halt alle paar Jahre mal erscheinen, freut man sich drauf, aber so alle auf einmal, das wird dann doch zu viel. More of the same, einfach, finde ich. Wir sind in unserem Winterquartier. Winterquartier, Bergquartier. Na, es ist ein bisschen Winterquartier. Nein, es ist ein Quartier im winterlichen Gebiet. Es ist kein Quartier, in das ich im Winter gehe. Hallo, Zwerg. Tschüss, Zwerg. Oh, was ist denn hier? Warum ist denn hier so eine Zwergenarmee unterwegs? Da, Wahnsinn. So, ist es noch... Wie spät ist es denn? Es geht gerade die Sonne auf, glaube ich, ne? Das ist eigentlich perfektes Timing. Keine Ahnung, woran es liegt. Fable 3 habe ich damals am meisten gefeiert. Ah, aber irgendwie ist es halt doch schade, dass im dritten Teil... keine deiner Entscheidungen während der ersten Hälfte des Spiels zählt. Ah, okay, na gut. Da bin ich eh mittlerweile desillusioniert. Wenn man da mal ein bisschen älter wird und ein bisschen die Mechaniken durchschaut in solchen Spielen und weiß, dass so eine Entscheidungsoption in Wirklichkeit im Grunde nur in der Regel irgendwie eine kleine... Dialoggabelung und vielleicht Event A statt Event B auslöst irgendwo in der Welt, ist das mit den persönlichen Entscheidungen gar nicht mehr so viel wert. Ich meine, es ist trotzdem cool, weil man trotzdem seine eigene Figur formt so ein bisschen und sein eigenes Erlebnis hat, aber ja, es ist halt alles Augenwischerei. Natürlich, geht ja auch gar nicht anders. Man kann ja nicht für jeden Spieler ein eigenes... Spiel entwerfen, im Grunde. Was ja gerade bei so einer Trilogie oder so notwendig wäre, im Grunde. Da hat ja auch Mass Effect dann im dritten Teil sehr drunter gelitten. Das sind einfach immer so überambitionierte Ideen und Projekte. Irgendwann muss man einfach sagen, so, jetzt ist das und das Canon und Schluss. Ist ja auch okay. Ja, ja. Was mache ich denn hier? Ich will eigentlich gucken, was ich für eine Werkbank brauche, für eine Steinmetzwerkbank, weil die brauchen wir da oben jetzt. Ich meine, oder die Alternative wäre, das ist auch möglich, dass man eine Iron Cooking Station, die sehe ich gerade zum ersten Mal, dass man halt dann so ein Spiel wie Mass Effect 3 macht, das nur eine halbe Stunde lang ist, aber dafür gibt es 100 verschiedene Möglichkeiten, wie es laufen kann, je nachdem, was man für Entscheidungen getroffen hat. Das wäre natürlich schon auch nicht schlecht. Aber ich muss mich konzentrieren jetzt mal. Wartet mal kurz. Hier, Stonecutter. Ich brauche noch 4 Steine. Steine nehmen wir noch mit. Und dann kann es losgehen. Habe ich noch was in meinen Wagen gepackt? Mir kommt es komisch vor, dass ich so wenig Steine habe. Ich dachte, ich habe mehr Steine. Ich habe doch extra...
Habe ich nicht eine Handvoll Steine mitgenommen? Ich glaube, ich spinne. Naja, okay, dann halt nicht. Aber Steine beschaffen wir uns da oben dann. Kohle brauche ich nicht. Ah, nee. Holz nehmen wir mit. Passt schon, noch eine Runde essen. Und dann klettern wir auf den Berg. Ich habe hier mal angefangen, eine Treppe hochzubauen, aber habe dann... Bin ich sehr weit gekommen. Naja, doch, den halben Aufstieg erleichtert es einem schon ziemlich. Ist doch letztes Mal die Burg gebaut. Ja, die Burg unter Anführungsstrichen. Ja, seitdem hat sich viel getan. Im Lager habe ich schon wieder Millionen Steine. Die werden wir jetzt vielleicht auch nach und nach alle hierher bringen. Aber jetzt klettern wir erstmal auf den Berg. Im Grunde ist das, was die hier gemacht haben mit dem Wandhochsprinten, eine sehr einfache Version von dem Zelda Breath of the Wild Ausdauersystem beim Klettern. Man braucht halt einfach Ausdauer zum Sprinten und nur wenn man sprintet, kann man steile Wände hochsprinten. Wenn einem die Ausdauer ausgeht, dann rutscht man wieder runter. Das ist im Grunde Breath of the Wild sehr vereinfacht. Ah, Drake, du kommst mir gerade total un... Weil ich habe jetzt... Ah, ich habe doch gerade vorher noch erklärt, dass ich keinen Pfeil und Bogen dabei habe, ne? Weil ich mit Speer Fernkampf mache. Das ist grundsätzlich auch schön und gut. Aber wenn ich den Speer jetzt auf den Drake werfe und vorbei werfe, dann landet der Speer halt sonst irgendwo da unten im Tal und ich finde ihn nie wieder. Und das ist kein schlechter Speer. Deswegen will ich das ungern machen. Also muss ich den jetzt erstmal irgendwie anlocken. Jetzt haben wir leider Schneesturm hier oben. Das ist immer... Das macht es nicht leicht, auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich jetzt den Speer werfe, finde ich ihn nie wieder. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Oh, Wölfe. So, hier. Das da ist ein natürlich generierter Mini-Dungeon. Das ist zu viel gesagt. Ein kleines Objekt mit einer Schatzkiste. Und das will ich im Grunde wieder aufbauen. Daraus will ich so ein kleines Türmchen machen. Einen kleinen Verschlag. Dafür richten wir uns jetzt hier mal ein bisschen eine Werkstatt ein. Okay. Das hätten wir schon mal. Ist der Drake währenddessen schon wieder weg? Zum Glück machen die eh nicht so viel Schaden, aber ja, ich brauche sie trotzdem nicht unbedingt. Oh, Wölfe! Also einer. Ich kann die eh brauchen. Also die Zähne bräuchte ich jetzt gerade für meine Hosen. Weil ich meine, come on, ich kann keine Silberhose ohne Wolfszähne anziehen. Was sollen denn die anderen Wikinger von mir denken? Das ist ja logisch. Ich glaube, ich hau mal schnell ein paar Bäume um. Und hoffen wir, dass der Schneesturm aufhört und wir ein bisschen was sehen können von dem, was wir hier machen. Hi, Bad Wolf. Ist das gerade das Lied passend zu der Situation unseres Wikingers hier? Oder ist das nur Zufall? Ich kann den Stumpf nicht hauen. Warum eigentlich nicht? Schade. Ah ja, genau. Und hier ist nämlich die Silbergrube, die ich gefunden habe. Das ist sehr gut. Da können wir nämlich nachher noch ein bisschen Silber rausholen. Ich möchte eben so ein bisschen Silber und Obsidian und so die Rohstoffe, die man hier findet, halt erstmal hier in dem kleinen, wieder aufgebauten Steinturm dann zwischenlagern.
bevor ich quasi anfange, das immer wieder runterzutragen. Damit man dann auf wenige Gänge immer wieder voll bepackt mit schönen Sachen, die das Craften schöner machen, hinein ins Basenbau-Feeling kann. Und nicht immer wegen jedem 5 Eisen immer wieder rauf und runter und rauf und runter, sondern erstmal hier sammeln und fertig. Ach so, woran ich jetzt nicht gedacht habe, ist, dass ich meine Werkzeuge hier oben nicht reparieren kann. Ah, immer ist irgendwas. Ich kann meine alte Kupferaxt vielleicht nochmal holen. Und meine alte Kupferspitzhacke. Damit ich dann nicht deswegen ständig wieder runter muss. Meine Schmiede habe ich jetzt natürlich nicht, dass ich mein Zeugs wieder reparieren kann. Das ist jetzt in meinem Plan leider ein kleiner Rückschlag. Aber... Pff, mir doch wurscht. Wir haben hier schon so ein schönes Fundament vorgeneriert quasi. Das nutze ich jetzt nämlich. Ah, ich brauche Steine. Na dann. Ich gehe jetzt mal ein bisschen Steine / Silber klopfen da hinten. In der Silbermine. In Silberloch, besser gesagt. Ab ins Loch. Hey, ich würde gern, ich glaube, es würde gehen. Ich würde gern in meinem ganzen Leben nur noch mit Stronghold-Zitaten kommunizieren. Sonst nichts mehr. Das wäre gut. Einfach nur noch in Stronghold-Zitate. Wenn man es nicht in Stronghold-Zitate ausdrücken kann, dann ist es nicht wert, überhaupt kommuniziert zu werden. Das ist meine Meinung. Aber jetzt rede ich nur noch in Stronghold-Zitaten. Das wäre super. Ach ja. Na, ich glaube, alles kann man ausdrücken. Wenn irgendjemand Blödsinn redet oder man mag den nicht oder da kommt ein riesiger Golem, dann kann man sagen, das Volk verachtet euch, Sire. Einfach so mitten im Dialog, ne? Irgendjemand sagt, hey, keine Ahnung, ich mag keine Kätzchen. Dann sagt man, das Volk verachtet euch, Sire. Und wenn man sich was nicht leisten kann, sagt man halt, die Schatzkammer leert sich. Oder so. Oh oh, ich glaube, ich muss meine göttliche Power der Aushaltigkeit aktivieren. Und jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren auf den Steingolem. Mein Gott, der greift aber schnell an. Autsch. Böser Treffer. Moment, ich brauche kurz einen Heiltrank. Aber das ist ein anderer. Ich habe schon mal gegen den Golem gekämpft und der hatte spitze Zacken. Der hat geschnitten und hat wirklich... Aha. Und das ist so ein Klopfer. Der hat dicke Steinhände und keine langen Spitzen. Interessant. So einen kannte ich noch nicht. Keine Ausdauer mehr. Oh, puh, ich hätte beinahe den letzten Schlag nicht mehr platzieren können. So. Ein paar Kristalle. Ein bisschen Stein gedroppt. Sehr nett. Ein angenehmer Kampf war das. Hat mich gefreut, Herr Golem. Abraxa hat's grob ausgerechnet. Der vollständige Beinschutz von Zieh bis Hüfte aus Eisen wog bei einer Plattenrüstung ca. 5 bis 5,5 Kilo. Silber ist etwas schwerer als Eisen. Deine Silberhose und Silberschuhe würden also ca. 6 Kilo wiegen und damit 3840 Euro. Okay, ich dachte ehrlich gesagt, das ist mehr, aber ich beschwere mich nicht. Ich nehme auch gerne die 3000 Euro. Kein Thema. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte Steine hacken und Silber hacken. Damit ich mir 4000 Euro Hosen draus machen kann.
Ich habe keine, ohne Witz, ich kann mich hier in diesem Schneesturm null orientieren. Ich find's witzig. Ich find's ja auch ziemlich cool eigentlich, aber Wetter hat hier so einen Einfluss, nicht nur auf die Stimmung, sondern auch wirklich auf die Spielweise und die Orientierung. Das gefällt mir eigentlich echt gut, aber wo ist mein Silberloch? Hat's das zugeschneit? Nee, das ist da hinten. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich habe den kompletten Whiteout gerade. Verzeihung. Ich glaube, ich mache mir mal kurz eine Markierung auf der Karte, damit ich das wiederfinde. Ah, ich habe hier eine Markierung gemacht, die ist nur ein bisschen falsch. Oh, na super. Come on. Come on. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich hau jetzt mal ein bisschen um das Silbererz rum, weil ich brauche ja eh vor allem Steine. Und kann so auch gleich die Größe der eigentlichen Ader hier ermessen. Oh, in die Richtung geht es noch weiter anscheinend. Ich habe leider Essen dabei, das mir hauptsächlich Lebensenergie gibt, was voll gut ist. Aber halt keins, das mir viel Ausdauer bringt. Wogegen hau ich denn hier? Ah, Drache. Ist er jetzt gestorben? Nee, da ist er. Ja. Drachenjagen mit dem Speer macht Spaß. Ich gebe zu, mit dem Bogen ist es effektiver, aber so verbrauche ich wenigstens keine Pfeile. Und es macht auch schon Spaß, muss ich sagen. Ich finde es cool. Ich weiß, worauf ich da klopfe. Da ist einfach nur ein riesiger Felsen hier. Felsen wird quasi, verhält sich von den Spielregeln her nochmal ein bisschen anders als Boden. Felsen hat quasi eine Lebensenergie. Was, Dovahkiin? Was ist das? Oh, ich glaube, der Schneesturm lässt nach. Oh, Gott sei Dank. Endlich wieder Orientierung. Ist das hier Silber? Nein, das ist Stein. Wie viele Steine haben wir schon? Ah ja, schon ein bisschen. Damit kann man was anfangen. Das ist gut. Und ich glaube, das ist ein ziemlich großes Silberloch. Entschuldigung, Wölfe. Aber ich brauche eure Zähne. Ein Zahn. Wir könnten uns schon Hosen machen. Aus Skyrim. Ah. Ja, ja. Ne, das Gebiet hier, das hat schon Skyrim-Flair. Und dann ist man auch noch so ein Wikingerkrieger. Klar. Klar, klar. So, mal schauen, wie hoch wir den Turm machen, bevor es mir zu blöd wird. In meinem Kopf entsteht da ein gewaltiger Turm. Bis hoch zur Wurzel Yggdrasils oder was das da ist. Von wo aus wir das ganze Land überblicken können. Aber in Wirklichkeit habe ich wahrscheinlich sehr schnell keinen Bock mehr. Und sage dann, ja, okay, komm, dieses kleine Häuschen, das man nur betreten kann, wenn man sich ein bisschen duckt, ist groß genug. Perfekt. Was will man mehr? Ich muss mal kurz die Steine, die hier schon standen, reparieren. Ich weiß nicht genau, wie man Steine repariert, aber unser Wikingerkrieger, unsere Wikingerkriegerin, besser gesagt hier, hat einen Weg gefunden. Einfach ein bisschen mit dem Holzhammer draufhauen und zack, sind die Steine wieder repariert. Wer kennt es nicht? Ich glaube, ich baue einfach so hoch, wie es geht.
Wir haben ja sowieso eine maximale Bauhöhe mit Stein halt einfach. Irgendwann geht es nicht mehr höher. Also das wird wahrscheinlich auch schon relativ schnell erreicht sein, schätze ich mal. Na, komm. Ach, hier ist alles kaputt. Das referiere ich später. Ich hab nicht die Ausdauer. Also meine Figur hat wirklich nicht die Ausdauer, gerade um das alles zu reparieren. Ach, da liegen Steine. Ich weiß gar nicht warum. Es wird schon langsam dunkel. Ich weiß nicht, ob ich nachts hier in den Bergen bleiben soll, weil alte Legenden erzählen Geschichten von Werwölfen, die hier nach Sonnenuntergang ihr Unwesen treiben. Das ist schon ein bisschen, weiß ich nicht. Die Gegner hier sind jetzt nicht super easy. Außer diese Drachen. Diese Wyvern-Dinger. Die sind komischerweise super easy. Weiß nicht genau. Vielleicht habe ich durch den Wolfsumhang super Frostresistenz und deswegen oder... Keine Ahnung, aber auf jeden Fall sind die wirklich gar kein Problem. Aber alles andere... Na, die Wölfe sind jetzt auch nicht super gefährlich. Ich könnte die Wölfe zähmen. Ich könnte Wölfe zähmen. Ich könnte mir hier ein Wolfsrudel machen. Ich könnte Teil eines Wolfsrudels werden quasi. Dann können wir hier gemeinsam durch die Berge rennen und jagen. Und so uns im Schnee wälzen. Was Wölfe halt sonst so machen. Das wäre schon auch cool. Aber jetzt brauche ich erstmal ein Projekt nach dem anderen. Ein Projekt nach dem anderen. Jetzt bauen wir erstmal bitte ein kleines Türmchen. Na gut, ich glaube, ich fange an, das Silbererz hier abzubauen mal. Auch das droppt nämlich Steine ab und zu. So ist es nicht. Glaube ich zumindest. Ich glaube schon doch. Ja, droppt Steine. Und an der Stelle, wo ich es weggehauen habe, das Silbererz buddel ich noch ein bisschen tiefer. Weil oft, genau, kommt dann noch ein bisschen mehr zum Vorschein. Und so kriegen wir Silber. Habe ich Eisen gesagt? Ich meine natürlich Silber und Stein. Also, was will man mehr? Das einzige Problem ist, guckt euch die Regenerationsenergie, Aushalte, Qualitätsleiste unserer Silberaxt an. Eisenaxt, also Pike. Die ist nämlich fast kaputt. Ich komme wirklich wieder mit meiner alten Bronze-Pike. Mit der kann ich zwar kein Silber abbauen, aber alles andere, was wir hier so finden. Oh, meint ihr, die Spitzhacken sind besonders effektiv gegen die Golems? Ich weiß nicht. Ich meine, ich kann die mit meinem Schwert überraschenderweise ganz gut hauen. Oh, immer mehr Silber wird hier freigelegt. Das ist echt super. Wir haben hier eine super Silberquelle. Meine Güte, das wird toll. Oh, die Spitzhacke ist kaputt. Das war ein kurzer Spaß. Aber I'll be back. Wir kommen wieder mit einer besseren Spitzhacke. Vielleicht könnte ich die Spitzhacke in unserem Strandhaus sogar ein bisschen hochleveln, damit die ein bisschen länger durchhält. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Jetzt gucke ich mal, wenn wir auf der Ebene hier den Boden machen. Oh ja, mir fällt gerade ein, Steinboden, schwebender Steinboden geht gar nicht, oder? Nein, der platzt sofort wieder. Das heißt, wir brauchen Holzboden. Ich habe doch eh unten in der Kiste Holz gelagert. Aber dann mache ich uns jetzt hier schon mal einen Holzboden. Das ist deswegen gut, weil dann schneit hier nicht mehr rein und wir können hier ein Feuer machen und schlafen auch. Die Nacht skippen. Weil der Holzboden dann für hier unten erstmal als Decke reicht. Müssen wir zwar dann nochmal ein ordentliches Dach drüber bauen, weil sonst wird der Holzboden modrig mit der Zeit. Aber das passt schon. Erstmal jetzt. Ich muss nur gucken, wie ich das jetzt am besten... Ich glaube, ich mache vielleicht den Holzboden auch so angelehnt an die Steindinger immer mit der Schräge.
Ist vielleicht zumindest ein interessanter Look, wenn der fertig ist. Sieht vielleicht ganz furchtbar aus. Ah ja, ja, sieht jetzt schon furchtbar aus. Ich muss mal gucken. Ja, weiter sollte ich ihn eh nicht machen. Ich habe schon wieder gesehen, dass da schon wieder ein Wolf... Oh Gott! Nicht nur einer. Wölfe! Hallo! Was zur... Heiliges Monsterrudel aus der Hölle. Batman. Was ist denn hier los? Die Wölfe sind hungrig. Oh Gott, Wölfe, ich wollte euch zu Freunden machen. Oh, die Jagd beginnt. Ich sehe es gerade, das ist ein Event. Das ist wirklich jetzt gerade ein Monster-Event. Ich werde jetzt hier von Wölfen gerusht ohne Ende. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Die Wölfe machen Jagd. Und ich bin leider die Beute. Ich glaube, die hauen gerade oben meine... Die machen hier meine... Die haben noch meine Treppen kaputt. Es ist ehrlich gesagt ziemlich toll, weil ich jetzt sehr viel Wolf-Teile kriege, die ich echt brauche. Aber schön langsam darf die Jagd von mir aus auch wieder aufhören. Weil so ein Riesenrudel Wölfe ist jetzt doch auch nicht ungefährlich für mich. Essen, 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 schnell. You're being hunted. Okay, wir brauchen nie wieder Wolfsmaterialien. Aber ich bin fast tot. Und ich kann eine Minute lang keinen Heiltrank mehr trinken. Oh, shit. Oh, shit. Ich glaube, ich muss fliehen. Die Burg ist gefallen. Die gehört jetzt den Wölfen. Ah! Dammit. Die Jagd wäre vorbei. Ich hätte es abgewehrt. Aber ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Es sind noch eine Handvoll Wölfe. Aber ich schaff's nicht. Ich schaff's. Ich schaff's noch. Komm schon. Komm schon. Wir erobern die Burg zurück. Da sind noch 3, 4 Wölfe drin. Und ein Skelett und ein Drache, der gerade das Skelett erschossen hat. Und jetzt fliegt er wieder weg. Das ist nett. Genau, geh. Nee, 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 nee. Nicht zu mir kommen. Nee. Ah, come on. In dem Spiel eskaliert immer alles so schnell. Aber das ist auch das Schöne irgendwie. Nein, das ist gemein. Ich kann in 4 Sekunden den Heiltrank trinken und dann ist der fällig. Dann sind sie alle fällig. Okay. Jetzt komm her. Jetzt kommt alle her, ihr. Nee, flieg nicht in die Richtung. Das ist gemein, da will ich meinen Speer nicht hinwerfen. Das war ziemlich verrückt. Jetzt schauen wir mal. Oh, oh, was ist denn da hinten? Was steht denn da hinten in dem Baum? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss jetzt erstmal die Wölfe, die hier noch in meiner Festung sitzen, besiegen. Ah, da sind gar keine mehr. Okay, die sind schon gegangen. Die haben zwar alles zerlegt, außer die Kiste. Oh Mann, ey. Huiuiui, das war wild gerade. Das war wild. Aber wir haben es geschafft. Alles cool soweit. Alles cool soweit. Also, Werkbank wieder aufbauen. Steinmetztisch wieder aufbauen. Und, wenn wir schon dabei sind, machen wir uns jetzt ein... Oh, das ist ein bisschen groß, ne? Machen wir uns hier mal vorübergehend ein kleines Lagerfeuer. An dem werde ich jetzt mal kurz chillen. Nee, weil wir... Ah doch, hier. Hier gelten wir als überdacht. Dann setze ich mich kurz ans Feuer, überdacht, damit sich unser Wikinger kurz ausruhen kann, unsere Wikingerin. Das ist nämlich ziemlich wichtig in dem Spiel. Komfort ist wichtig, wie im wahren Leben. Wenn wir jetzt hier ein bisschen sitzen, kriegen wir einen ziemlich guten Buff. Dann schaue ich mir mal den Werwolf da draußen an, vielleicht. Ah, oh, köstliche Zutaten. Hey, wenn wir das nächste Mal zurückkommen, bauen wir...
uns erstmal irgendein tolles Rüstungsobjekt. Okay, wir sind für 10 Minuten ausgeruht. Das heißt, unsere Ausdauer regeneriert sich deutlich schneller. Und unser Wikinger ist insgesamt einfach glücklich. Und jetzt gehe ich mal zu dem Werwolf. Geblockt! Pendring! Oh ja. Ich will nicht wissen, wie viel Schaden die machen, wenn sie treffen, aber gut geblockt ist halb... eine Trophäe. Ist halb den Kampf gegen Fenring gewonnen. Liegt denn da hinten unter dem Baum? Was habe ich denn da übersehen? Ah, ein Wolfzahn. Ich weiß nicht, wo der herkommt, aber gut, nehmen wir. Okay. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder ein bisschen reparieren, befürchte ich. Ein paar von meinen Treppen sind kaputt gegangen, oder? Oder? Ich kann eigentlich ganz gut, kann ich auch vielleicht... Ah doch, hier. Hier war eine Treppe, glaube ich. Okay, das passt soweit. Jetzt muss ich nur... mit dem Holzboden noch mal schauen. Beim Endeffekt darf der nicht weiter wie so ungefähr gehen. Funktioniert das so? Kommt man hier noch hoch? Ja, okay, das lassen wir so. Passt. Ah, noch mehr Wölfe, aber wir werden nicht gejagt. Ich glaube, das ist ein Nachzügler. Holy moly. Diese Berge hier. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, sich hier niederzulassen. Aber jetzt habe ich es schon beschlossen im Grunde. Jetzt ist es schon beschlossene Sache. Gibt kein Zurück mehr. Jetzt wohnen wir hier. Tada! Wir haben eine Haustür. Somit ist es jetzt ein Zuhause. Ah ja, genau. Ich habe mir nämlich gedacht, man könnte jetzt hier aus den Golems, kriegt man nämlich Kristalle. Und die kann man im Grunde als Fenster nutzen, habe ich mir schon gedacht, ne? Ja, warum nicht? Haben wir ein paar Fenster in unserer Burg? Ist doch hübsch. Muss ich mal gucken, wie oft machen wir denn die Kristalle? So, alle drei Steine. Warte mal, Kristall. 1, 2, 3, Kristall. 1, 2, 3, Kristall. Ja, würde perfekt passen. Dann mache ich jetzt quasi die Tür zählt als ein Stein. Und dann immer drei Steine, ein Kristall. Ein Doppelkristall. Oh, keine Steine mehr. Na gut. Aber die Kristallfenster kann ich schon mal einbauen. Oh, ich habe auch keine Kristalle mehr. Aber Kristalle habe ich definitiv viele schon in der Festung. Weil ich eben schon gegen einige Spitzhand-Golems gekämpft habe. Aber noch nie... Holter, was habe ich denn? Ich habe gar nichts mehr. Aber noch nie gegen einen Stumpfhand-Golem. Das sind jetzt die... wissenschaftlichen Termini für die verschiedenen Golem-Arten hier. Habe ich beschlossen. Als Golem-Fachexperte. Ich meine, ich bin der einzige Mensch hier hier in diesem Realm, von dem ich weiß. Insofern bin ich auch der Experte für alles, weil es halt keine anderen gibt. Ich bin quasi der Experte für alles. Na dann, okay. Ich befürchte, wir müssen jetzt schon wieder von unserem Berg, weil ich mit Spitzhacken und so weiter nicht ideal vorbereitet war. Aber das war ja eh ziemlich... Meine Güte. Wir haben viel Loot auf jeden Fall zusammenbekommen. Und jetzt komme ich dann mit reparierter Spitzhacke und zusätzlicher Spitzhacke und trage vielleicht auch noch so viel Steine mit hoch, wie wir tragen können. Wir müssen auch nicht den langen Weg gehen. Ich kann teleportieren. Dann bauen wir uns hier den Turm wieder schön auf. Ja, das wird ein netter Turm. Oh, da ist noch Silber. Das habe ich ja voll übersehen. Das war hier nämlich die erste Silberquelle. Und hier ist noch was. Nice. Mein Gott, so viel Silber. Das ist der Hammer. Ich mag Gebirge. Gebirge ist ein tolles Biom. Vor allem, nachdem er von der Spielprogression her gerade aus den Sümpfen kommt und die Sümpfe wirklich so dunkel und nass sind und man kann sich kaum bewegen und überall Monster und Gifteffekte
Und es ist ein ganz schlimmes, aber cooles Biom, finde ich. Kommt mal danach hoch auf diese Berge, die irgendwie einfach cool sind. Ich mag die Berge. So, dann kommt das Silber mal in die vorübergehend hier Ablegkiste und alles andere, was ich noch tragen kann, nehmen wir mit. Teleportieren uns nach Hause. Okay. Jetzt helft mir mal, falls ich irgendwas vergesse. Ich wollte mitnehmen so viel Steine, wie ich tragen kann. Eine Ersatzspitzhacke. Und sonst noch was? Ich glaube nicht. Aber wir könnten uns jetzt mit den Wolfszähnen... Jaha. Jaha. Mit den Wolfszähnen und dem Silber, das wir hier haben, könnten wir uns jetzt noch eine Silberhose craften. Das mache ich jetzt schnell. Silberhose, ich komme. Dass es keinen Silberhut gibt, das irritiert mich immer noch. Keine Silbermütze, weit und breit. Nicht im ganzen Land. Okay, Wolfshose aktivieren. Sehr gut. 20 Silberbarren in 5 Wolfspelze eingewickelt, damit es schön weich ist. Und dann noch irgendwie wahrscheinlich an der Innenseite ein paar spitze Zähne, damit es möglichst unangenehm ist. Man muss ja auf Zack bleiben. Man darf sich ja nicht hier zu viel entspannen. Die kann ich auch gleich noch ein bisschen upgraden. Mache ich. Oh, das war schon mit Upgrades. Warum? Weil ich mehr Silber brauche für ein Upgrade. Das haben wir. Das macht so viel Sinn in dem Spiel, dass man sich auf einzelne Rüstungsobjekte erstmal konzentriert und die upgradet. Okay, jetzt müsste ich meine Forge erstmal hochleveln, damit wir weiter upgraden können. Dafür brauchen wir wieder Eisen. Dafür müssen wir wieder in die Sümpfe. Aber das ist ein Kapitel für ein anderes Mal, glaube ich. Aber jetzt habe ich schon mal ziemlich gute Hosen. Ach, die muss ich mir anziehen, vielleicht auch noch. Tada! Wolfshosen! So. Jetzt ist kein Platz mehr in unseren Kisten. Alte Ausrüstungskisten sind alle voll. Ich baue schnell eine neue, ist ja kein Problem. Ich muss nur schnell eine Leiter machen. Damit ich hochkomme zu den alten. Zum obersten Regal. Kiste. So. Wunderbar. Alte Eisenhose. Geparkt. Gut. Dann habe ich hier noch eine Trophäe. Und noch mehr Trophäen. Und super viel Wolffleisch. Oh, das ist super gut. Wisst ihr was? Da gehen wir jetzt kurz kochen. Weil mit Wolffleisch und Honig kann man super easy, super gutes Rezept machen. Ah ja, genau. Und ein paar Eiscremetörtchen aus den Freeze-Blasen von dem Flugdrachen und den Zwergenaugen. Hey, was die Wikinger essen. Es ist so lustig. Ich habe beim letzten Stream schon Witze darüber gemacht, dass wir das Blut von Blutegel irgendwie für Suppe hernehmen und den verfaulten Darm von Draugr-Wasserleichen benutzen wir, damit wir irgendwie Wurst machen und lauter so widerliche Sachen. Und jetzt nehmen wir irgendwelche Organe von diesen Drachen und die Augen von diesen Zwergen und machen uns draus Eistörtchen. Weil Hauptsache es ist krank und abgefuckt. Dann ist es lecker für so einen echten Wikinger. So, ein paar Zwergenaugen. Ich habe bestimmt noch mehr Zwergenaugen irgendwo rumliegen. Zwergenaugen kann man immer brauchen. Jetzt muss ich aber echt mal gucken, habe ich nicht noch mehr Frostblasen? Wenn, dann hätte ich die in der Fleischkiste. Genau, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann verkochen wir die jetzt alle. Das ist nämlich ein sehr gutes Ausdauergericht, diese Eistörtchen. Damit kann ich dann noch viel mehr buddeln.
Das ist die Bergbaumahlzeit. Die Eispörtchen. So, Wolf Jerky, ich mach noch. Ja, ist egal. Machen wir noch den Stapel weg, den wir haben. Wolffleisch. Beziehungsweise mache ich jetzt den einen Stapel Wolf Jerky noch voll, oder? Dann hören wir auf. Okay. Okay, das mal in die Kiste hier, in die Zutatenkiste. Sodala. Habe ich zufällig Baumharz im Inventar? Jep, rein in die Fackeln damit. Dann muss ich das nicht in irgendwelche Kisten verstauen. Ich habe anscheinend mehr Harz leider, als ich hier Fackeln rumstehen habe, die ich anzünden könnte. Ah ne, jetzt ist es weg. Gut. So, dann räume ich noch schnell ein bisschen auf. Das kommt hier rein. Da kommt... Was nehme ich denn jetzt mit? Die Eistörtchen wären schon cool, aber ich habe nicht so viele Eistörtchen, ehrlich gesagt. Ich mache es trotzdem. Ich nehme die Eistörtchen statt die Würste mit. Den füllen wir auch auf. Dann wird das erledigt. Honig kommt noch hier rein. Halt, stopp. Zack. Okay, soweit. Cool. Dann habe ich noch komischerweise ein bisschen Kohle im Inventar. Kommt noch in die Kohle- und Erzekiste. Ups, falsch. Bisschen Holz kann man immer brauchen. Ah, ich habe noch Zwergenaugen eingepackt. Die müssen noch weg. Das müssen die. Ich weiß immer nicht, Zwergenaugen, die kommen eigentlich in die Fleischkiste, ne? Auch wenn sie theoretisch irgendwie eher aus Stein sind. Sehen zumindest so aus. Apropos Stein. Ach ja, warte mal kurz, damit ich es nicht vergesse. Irgendwo hier müsste auch noch, dachte ich, meine alte Bronzespitzhacke sein. Oder ist die im Strandhaus? Wollte ich nicht noch irgendwas aus dem Strandhaus holen? Habe ich dann nicht irgendwas erzählt von, das holen wir noch aus dem Strandhaus? Kann mich nicht mehr erinnern. Strandhaus. Ich muss mal die Kisten durchschauen. Ich weiß noch, dass ich irgendwas holen wollte. Aber weißt du was, die Steine nehmen wir mit. Okay. Nope. Wo ist denn meine Bronzespitzhacke? Ich finde die nicht mehr. Die ist verschollen. Das ist komisch. Schade ein bisschen. Ach so, jetzt weiß ich, was ich hier machen wollte. Genau. Ich wollte mit dem restlichen Eisen, das wir hier noch haben, nämlich zumindest vielleicht mal meine aktuelle Eisenspitzhacke upgraden, damit die länger hält. Das hilft nämlich auch schon. Trotzdem schade, dass ich meine Bronzespitzhacke nicht finde. Oh, haben wir hier wirklich nur noch 4 Eisen? Oh, dann wird das aber knapp mit einem Upgrade, befürchte ich. Oh, da brauchen wir 10. Meine Güte. Nee, dann wird es nichts mit dem Upgrade. Ah, mon Dieu. Und meine Bronzespitzhacke. Ich gehe jetzt noch mal kurz alle Kisten durch. Vielleicht habe ich sie nur übersehen. Landsquid-Auge, sei wachsam. Nein. Die ist nicht hier. Wo könnte die noch sein, wenn die nicht hier ist? Die ist nicht hier drin, okay. Ich schaue noch mal im Haupthaus. Vielleicht, weil die Werkzeugkiste schon voll war. An die Wand habe ich sie nicht gehängt. Nee, an die Wand habe ich sie nicht gehängt. Ah, in der Werkzeugkiste ist sie natürlich. Nicht in der Waffen- und Ausrüstungskiste. Ah, Trottel. Na gut, dann nehmen wir noch ein bisschen Stein mit. Ich weiß nicht genau, wie viel wir tragen können. Nehmen wir mal die 100. Oh, da geht noch. Da geht noch ein Stapel auf jeden Fall, oder? Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, aufhören. Und hier noch ein paar lose Steine. Jupp, die sind aber leider schon zu viel. Ah, perfekt. Perfekt.
repariere ich jetzt meinen Hammer noch schnell. Mein Bauhammer. Abraxe! Yes! Nochmals danke für die Bits. Super cool. Die Korgi-Köpfe fliegen ins Glas. Hurra! Schön. Dankeschön. Super duper nett. Freut mich. Muss mal ganz kurz meine Katze rauslassen. Die schreit so. Wundert mich, weil die Merlin saugt draußen gerade. Wundert mich, dass die Katze da unbedingt raus will. Aber wenn sie meint, von mir aus. Ja. Ich komm schon. Ja. Tschüss. Ich glaube, die hat es nicht wirklich mitbekommen, dass gesaugt wird. Die ist jetzt schon sehr irritiert aus dem Arbeitszimmer rausgegangen. Aber naja, sie wollte unbedingt. Was soll man machen? Okay, eine Runde essen. Nom, nom, nom. Jetzt haben wir auch sehr viel Ausdauer. Nicht mehr ganz so viel Lebensenergie, aber jetzt können wir hier hacken ohne Ende. Das ist super. Ich hoffe, dass die Lebensenergie wird uns nicht zum Verhängnis, die fehlende. Wird schon gut gehen. Die sauft. Nee, die saugt. Mit dem Staubsauger. Die besäuft sich schon wieder. Und dann will die Katze immer nicht rausgehen eigentlich, weil sie dann so laut wird. Wie man es kennt von ihr. Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen, aber ich habe voll viel Steine dabei. Ich habe eine Ersatzspitzhacke dabei. Wir haben die Spitzhacke nicht upgegradet. Gut, aber macht ja nichts. Wir haben Essen dabei. Es passt alles. Es passt alles. Bauen wir unser Türmchen weiter. Und holen noch ein bisschen Silber aus dem Boden. Könnte auch mal die Treppe hier weiterbauen eigentlich, ne? Ich habe jetzt aber auch nicht so viel Holz dabei. Ich müsste hier mal schnell geradigen ein bisschen, aber das ist gar nicht so leicht. Hier eine Werkbank hinbauen, wird dann irgendwie echt schon zum Problem. Ah ja, das ist eigentlich eine Idee. Moment. Wie konnte ich denn das hier überhaupt bauen ohne Werkbank? Das ergibt schon keinen Sinn. Hier stand wahrscheinlich mal eine Werkbank, die mir von irgendwelchen Zwergen oder so kaputt gemacht wurde. Aber ich kann auf jeden Fall hier mal eine Werkbank platzieren. Damit ich... Oh, ich habe jetzt schon kein Holz mehr. Okay, vergesst die Pläne. Gehen wir einfach auf den Berg. So. Mit unserer super Ausdauer. Okay, warte mal. Hier machen wir kurz Pause. Ah, okay. Ja, ja. Die alten Wikinger, das waren noch Bergsteiger. Nein! Oh Gott, wo habe ich denn den Speer jetzt hingeworfen? Au, das ist voll unfair. Ich bin noch nicht bereit. Okay, jetzt geht's wieder. Die Drachen sind schon nervig. Oh, da ist gleich noch einer. Na, wunderbar. Naja, können wir nachher mehr Eistörtchen machen. Auch nicht schlecht. So, einer weniger. Nee, da werfe ich nicht hin. Vergiss es. Komm, Drache, was soll denn das hier? Da und über den Abgrund fliegen. Als ob er wüsste, dass ich da nicht hinwerfe. Macht er das echt mit Absicht? Nein, macht er natürlich nicht. Traue ich der KI nicht zu, aber verdammt, ey, der nervt. Komm jetzt her. Komm jetzt hierher, verdammt. Hier aufs Festland. Oh-oh. Da buddelt sich ein Golem aus dem Boden. Ist meine Götterpower schon wieder ready? Ja. Die brauche ich hier. Zum Glück habe ich das neue Schild. Ich habe den nämlich gerade nicht gekontert. Ich habe ein bisschen zu früh geblockt und trotzdem hat er mir keinen Schaden gemacht.
Konter. Konter. Na, das war kein Konter. Dammit. Das war ein Konter. Und jetzt habe ich leider keine Ausdauer mehr. Komm schon, hau ihn um. Ah. Na cool, hat ein paar Steine aus dem Boden geklopft und ein paar Kristalle gedroppt, die wir für unsere Fenster brauchen können. Was will man mehr? Hinein in die gute Stube. So. Dann bauen wir mal hier weiter unsere Steine aufeinander. Schon langsam muss ich hier Leitern bauen, ne? Ja, genau. Oh. Okay, ich war mir nicht sicher, ob ich Steine auf den Kristallen überhaupt platzieren kann, aber es funktioniert. Glück gehabt. What? Ich glaube, die Kristalle sind ein bisschen zu... Ich habe es mir schon gedacht. Ich muss ein bisschen weiter rein hier. Ah, come on. Kannst du doch nicht hier beim Hausbau stören. Ah, Wolf auch noch. Na, wunderbar. Wo will er denn jetzt hin? Jawohl. Lecker, lecker Eis. Zwergenaugen habe ich nämlich wirklich zum... Also, die werden uns nie ausgehen. Aber die Blasen von denen, die Eisblasen von denen, die kann man schon brauchen. Was ist denn das? Ach so, eine Golem-Trophäe. Na gut, die Trophäen sind immer voll für den Arsch. Manchmal kriegt man durch Trophäen neue Rezepte. Manchmal kann man ziemlich mächtige Waffen bauen dank Trophäen. Will ich nichts gesagt haben, aber meistens braucht man vielleicht 5 oder so maximal. Man kriegt aber einfach 20 Millionen. Permanent. Immer. Ich habe nur schnell ein bisschen Holz gefällt, damit wir uns unten im Keller unseres zukünftigen Turmhauses hier gleich mal ein bisschen ein Bett bauen können. Aber nur ein bisschen Bett. Und dann können wir hier unten nämlich pennen und die Nacht skippen. Was, glaube ich, schon eine gute Idee ist. Bettchen, Bettchen. Ah ja, hier. Ah ja, gute Nacht. Wir träumen nur von Dunkelheit. Kann man das überhaupt einen Traum nennen, wenn man quasi nicht träumt im Grunde oder so? Oder wenn man einfach nur Schwärze träumt, träumt man doch nicht. Außer man träumt bewusst, dass man sich in der Schwärze befindet. Aber dann ist es wahrscheinlich kein super angenehmer Traum. Okay, die Nacht weggeschlafen und direkt in einen Schneesturm hineingeträumt. Na, macht ja nichts. Bald haben wir Wände und eine Decke. Ich bin gespannt. Eigentlich dürfte der Schneesturm, glaube ich, tatsächlich nicht durch. Warum denn? Warum kann ich denn jetzt hier den Stein nicht platzieren? Was bei den 7 Weltmeeren ist denn jetzt los? Da hinten hat es doch funktioniert. Ich habe doch hier wunderbar einfach so einen Stein auf die Kristalle gebaut. Keiner hat sich beschwert. Plötzlich geht das irgendwie nicht. Ich versuche mal was. Vielleicht hilft es, wenn ich hier noch einen stützenden Nachbarstein mache. Ja, tatsächlich. Okay, gut. Whatever. Dann machen wir es halt so. Wenn der Steinturm meint... Ich will unseren Steinturm ja nur glücklich machen. Ah, nein, wartet. Halt, stopp. Hier kommt ein Fenster rein. Tatsächlich. So kann der Stein stehen. Auch in der Luft, wenn er links und rechts verankert ist. Okay. Und
Hier... Oh nein, ich habe mich irgendwie verzählt. Ach so, warte mal, hier kommt überhaupt kein Fenster rein. Das ist das Problem. Ah. 1, 2, 3, genau. 1, 2, 3, hier ein Fenster. 1, 2, 3, hier ein Fenster. Dann stimmt's. Gut, gut. Gut, 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 gut. Nein. So. Okay, na das wird doch, oder? Ich glaube, das wird ganz nett hier. Jetzt überlege ich nur gerade, meint ihr, wir dürfen hier so ein bisschen Holzboden dranhängen? Oder wird es dann mit der Treppe zu eng? Jetzt habe ich kein Holz mehr. Ach, wir brauchen das eigentlich gar nicht. Wer braucht hier noch so ein bisschen Holzboden? Aktuell ist das jetzt mal egal. Ich brauche das bisschen Holz, das wir jetzt hier noch haben, erstmal für eine Leiter. Wir haben uns auch das beste Wetter hier für unsere Bauarbeiten ausgesucht. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass es hier so hübsche Steinbögen gibt, die ich eigentlich echt gerne fast benutzen würde für die Tür hier. Aber ich weiß immer gar nicht, wie ich die benutzen soll, ehrlich gesagt. Ich meine, außen zur Deko, ja, das könnte man machen. Quasi gar nicht obendrauf, sondern hier vorne so dran. Ja, ja, wartet mal, das ist vielleicht ganz cool. Naja, weil nicht... Ja, hält auch gar nicht. Ach, da kümmern wir uns. Jetzt bauen wir erstmal die Tür, den Turm weiter. Die Tür können wir uns nachher immer noch kümmern, oder? Machen wir immer noch ein paar Schichten Steine hier drauf. Ja, was heißt denn ein paar? Das ist eigentlich eine gute Frage. Wie hoch mache ich denn den Turm? Ich habe eigentlich gesagt, ich schaue mal so hoch, wie es geht, ne? Ja, dann machen wir das. Ich baue den Turm jetzt mal so hoch, mir der Editor erlaubt, den zu bauen. Irgendwas stimmt hier nicht. Es wird eh schon ziemlich orange hier oben. Ah ja, gerade die Steine, die hier über der Tür sind, die können wir nicht so hoch stapeln wahrscheinlich. Aber macht ja nichts. Schauen wir mal. Ich denke, das ist eh hoch genug hier so. Schauen wir mal. Weil ich meine, ich muss ja dann... Ich will ja hier quasi noch eine Decke einziehen, ein Dach drauf... Ja, das stimmt, ne? Wenn ich jetzt quasi... Ah, wenn ich die Spitze von dem Turm zum einen betretbar machen will, aber dann zusätzlich nochmal eine Decke drüber bauen will, also da noch ein Dach drauf, dann muss ich eh... Muss ich eh aufpassen, dass wir von der Höhe her noch einigermaßen hinkommen. Also irgendwas stimmt hier nicht, Stein. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Naja, wir brauchen mehr Steine. Gehen wir in die Steinbrüche. Räumen mal unser Inventar aus. Noch kurz. Damit ich nur Zeug dabei habe, das wir jetzt auch wirklich brauchen können. Die drei Steine nehme ich mit. Gemütlich haben wir es hier. Ah, Moment. Ein Stein zu viel platziert. Genau. Ah, sieht sehr winddicht aus hier, ne? Sehr schön. Die Tür hat kaum irgendwie Risse und Lücken und Löcher und alles miteinander. Wunderbar. Ich hau mal da hinten noch schnell dieses kleine Silberding raus, das ich da gefunden habe.
Und gucken, ob da vielleicht sogar noch mehr Silber zum Vorschein kommt, wenn wir hier noch ein bisschen tiefer und weiter reingraben. Ja, ist ja schon gut. Sind die nervig. Aber was tut man nicht alles für... Oh! Yes! Wisst ihr noch, als ich gerade eben gesagt habe, dass man ab und zu für Trophäen neue Rezepte kriegt, aber meistens sind sie für den Arsch? Wir haben gerade, weil ich eine Trophäe von dem Drachen bekommen habe, den Drachenhelm freigeschaltet. Das ist wahrscheinlich der fehlende Silber-Technologiestufenhelm. Yes! Jetzt bin ich motiviert. Da muss ich jetzt dann gleich mal gucken. Werden wir wahrscheinlich nur an der Schmiede machen können? Kann ich jetzt hier nicht machen? Was braucht man denn für eine Schmiede? Wahrscheinlich Kupfer. Mich würde interessieren, wie viel von diesen Drake-Trophäen ich brauche für den Helm. Hoffentlich nur eine. Das wäre cool. Weil die hätte ich. Mehr als eine hätte ich nicht. Okay. Ich schätze mal, das war es jetzt Silber aus. Beute technisch. Dann haue ich uns hier schnell in den Weg noch, damit wir komfortabler zu unserem Turm kommen, wenn wir hier hochrennen. Schneesturm, Schneesturm, Schneesturm. Schon schön gemacht. Ich mag die Stimmung in diesem Spiel. Ich mag die Stimmung in diesem Spiel total gerne. Ich finde das total cool. Okay. Hauen wir mal mit unserer Eisenaxt oder Pike, solange wir sie noch haben, das restliche Silber hier kurz und klein. Meine Güte, er kommt immer mehr zum Vorschein. Oh, das ist so gut. Wir haben jetzt dann so viel Silber. Wir können alles in Silber machen, was wir wollen. Mehr Silber, als das Herz begehrt. Schön. So, kurze Pause. Essen wir lieber noch mal eine Runde. Ist zwar vielleicht ein bisschen Verschwendung, weil ich hätte schon noch eine Zeit lang Essensbonus gehabt, aber ich habe hier oben, wenn unser Gesundheitsbonus eh schon nicht besonders groß ist, habe ich hier oben lieber doch immer den vollen und nicht den reduzierten, weil das Essen schon zu lange her ist. Hi ho, hi ho. Oh, ich glaube, jetzt kommen gleich die Disney-Anwälte, wenn ich nicht aufhöre. Unser Inventar ist voll. Eisen ist so schwer. Ich meine Silber. Silber ist so schwer. Aber ist eh okay. Bringen wir erstmal das Silber in unsere vorübergehende Untergrundkiste. Und dann gehen wir noch ein paar Steine klopfen. Ich glaube, das mache ich... Okay, genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt gehen wir wirklich gezielt Steine klopfen und nicht Silber abbauen. Solange wir jetzt unsere Eisenaxt noch haben, haue ich damit jetzt noch Silber. Die wird eh nicht mehr ewig halten. Und dann wechseln wir auf die Kupferpike und pieken noch so viel Steine wie möglich aus dem Boden.
Das ist eine Idee, glaube ich. Ich habe nicht behauptet, dass es eine gute ist. Aber es ist eine Idee und das kann mir niemand nehmen. Mit der Spitzhacke, ich habe schon wieder irgendwo einen Drachenschrein gehört. Ich habe den Berg übrigens noch gar nicht so erkundet. Ich bin nur hier und habe hier schon so viel Silber gefunden. Theoretisch geht die Gebirgskette quasi wirklich hier, bam, voll über den Startkontinent einmal. Es gäbe hier noch, in die Richtung auch noch, es gäbe hier noch so viel Gebirge zu entdecken, wenn wir es brauchen. Das ist total cool. Aber ich bin erstmal super happy, dass hier im Eingangsgebiet, also direkt am Start, wo ich zum ersten Mal begonnen habe, Berge zu erkunden, dass hier schon so viel Silber ist. Ist einfach der Hammer. Warte mal ganz kurz. Ich muss schnell auf eine private Nachricht beantworten. Gleich geht's weiter. Okay. Weiter geht das Gehacke. Meine Eisenpike explodiert jeden Moment. Aber wie gesagt, dann hauen wir noch ein paar Steine. Mit bloßen Händen, wenn es sein muss. Nein, das geht leider gar nicht. Okay, das war's. Eisen kaputt, macht nichts. Bronze ausgepackt. Damit können wir jetzt kein Silber hauen. Das ist zu hart für uns, aber das macht nichts. Das wird ja nicht schlecht, das Silber, das läuft nicht davon. Und ich glaube, ich hau jetzt hier den... Hey, ich muss mal ein Experiment machen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob solche Gesteinsteile schweben können. Eigentlich hat das Spiel wirklich eine ziemlich coole simulierte Physik. Das passt eigentlich schon auf, dass sich Sachen auch auflösen. Aber jetzt will ich es mal wissen, jetzt versuche ich mal, dass ich hier irgendwie ein Stück Stein schweben lasse. Ob das dann irgendwie von allein wegbricht oder wie sich das dann verhält. Kann sein, dass das über mir zusammenstürzt und ich bin tot. Ich fänd's cool. Also, naja, aber fänd's konsequent, sagen wir so. Was ist das? Ein Golem? Golem? Ich glaube, du kommst mir gerade recht. Golems? Au, au, die tun sehr weh, wenn sie treffen. Sind aber auch sehr gute Steinhauer. Der kann mir vielleicht sogar helfen. Au, ich hab's Blocken leider heute nicht drauf. Der kann mir nicht helfen, der tötet mich. Das passiert halt leider. Natürlich kommt jetzt auch noch ein Drache, aber der hilft mir, danke. Das passiert halt leider, wenn man nicht ordentlich blockt mit seinem Schild, wenn man nicht kontert. In einer Minute kann ich meine Bossfähigkeit benutzen. Nee, 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 Drache, geh doch lieber wieder auf den Golem. Was willst du denn von mir jetzt? Der Steingolem ist unser gemeinsamer Feind. Komm, verbünden wir uns. Okay, ich muss noch schnell eine Minute, also noch 46 Sekunden vor dem Weglaufen. Dann aktiviere ich meine Bossfähigkeit und habe eine super Resistenz gegen Schaden. Gegen stumpfen Schaden und spitzen Schaden. Also genau das, was die beiden Golem-Varianten machen. Und dann lege ich mich nochmal mit dem an. Ich glaube ehrlich gesagt, der Drache macht dem Golem nicht mal Schaden. Und andersrum auch nicht, weil er nicht rankommt. Nach 23 Sekunden. Golem, wenn du willst, könntest du den Stein hier kaputt hauen. Das würde mir helfen. Oh, der Golem ist mein Freund. Guck, der hilft mir. Danke, Golem. Aber er ist nicht... not very effective. Naja. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt komm her, Golem. Haya! Bone Mass Spirit lives in you now. Na dann. Mit der Kraft von Bone Mass. Oh, der hat den Drachen gekillt. Danke, das ist so nett, Golem. Der Golem ist der Beste. Der Beste überhaupt.
Das ist mein Lieblingsgolem bis jetzt von allen, die ich getroffen habe. Gekontert! Ein gekonter Konter. Ah, der lässt sich da immer so viel Zeit. Au! Aber die Resistenz vom Bone Mass hilft. Die hält zwar nur 5 Minuten, aber da kann man gut tanken jetzt. Oh, da kommt noch ein Drache. Oh, ich hasse die Drachen. Ich muss kurz Ausdauer regenerieren. Jawohl! Und er haut noch einen Drachen kaputt. Golem, meine Güte, bist du cool. Du bist... Ich weiß gar nicht, ob du weißt, wie cool du bist. Ich glaube, du bist nur ein... verstandloser Steinhaufen, aber du bist der beste verstandlose Steinhaufen von allen. Ja, und jetzt ist er leider der Toteste. Aber was soll ich machen? Ich wäre der Nächste auf seiner Zerstampfliste gewesen. Ja, der hat uns ein paar schöne Steine rausgehauen, rausgekloppt aus dem großen Stein. Super cool, dann bauen wir unser Türmchen weiter. Wenn ich mir den Ort so ansehe, eindeutig ein Ort, wo ich mir eine kuschelige, warme Silberhose anziehen will. Ja, unbedingt, eben. Ohne 4000 Euro, 6 Kilo schwere Silberhose gehe ich hier nicht aus dem Haus in den Bergen. Wo kommen wir denn da hin? Also irgendwas stimmt nicht mehr mit den Steinen. Die sind irgendwie komisch. Aber ich wird schon passen, oder? Drachen kann ich auch nicht mehr sehen. Ne, das sind schon viele Drachen. Meine Güte. Wenn jetzt gerade nicht so eine Wolf-Invasion gewesen wäre, sind Wölfe eher seltene Gäste hier in den Bergen. Und auch die Golems sieht man nicht so oft. Und Werwölfe sowieso selten. Aber diese Drachenkerle, meine Güte. Die spawnen hier echt in Dauerfeuer irgendwie. So. Ach, guck. Guckt, ich hab's doch gewusst, dass da was nicht stimmt. Schaut euch den Scheiß an. Ich hoffe... Nein. Ah! Ich hab's noch gesagt, da stimmt was nicht. Und wieder was nicht stimmt. Ist aber ehrlich gesagt nicht schlimm. Ah, cool, ist eh schon wieder gefixt jetzt. War nur eine Kleinigkeit. Alles gut. Waren nur 2 Reihen irgendwie ein bisschen defekt. Na gut. Okay, ich glaube, höher mache ich den Turm jetzt erstmal nicht, weil da kommt jetzt erstmal ein Boden hin. Wir müssen ja auch irgendwie dann da hochkommen und so, das ist ja eh. Weil dann kommt ja noch ein Dach oben drauf und das muss von der strukturellen Integrität her halt auch noch gewährleistet sein. Insofern ist das so. Hallo, Brickstone, wie geht's? Oder Brixton oder so. Das Fallout-Eisberg-Video war, by the way, echt gut. Super, danke, freut mich. Ich habe da auch echt lange dran gearbeitet. Das war wirklich ein Haufen Arbeit, weil ich bei vielen Sachen selber auch erstmal recherchieren musste. Aber das hat mir auch Spaß gemacht, das zu machen. Hat mir gefallen. Ich werde auf jeden Fall öfter sowas in der Art jetzt demnächst machen. Auch so Eisberg-Videos und so. Nein, was ist denn hier schon wieder los? Weil ich da gerade echt Bock drauf habe. Auch einfach. Und weil sie eben auch gut angekommen sind, oder das jetzt gut angekommen ist. Da kann man schon mehr dazu machen, auf jeden Fall. Okay. Gut, gut. Ne, für so einen Turm ist das jetzt schon wieder ein bisschen mager. Aber keine Ahnung, ich glaube, ohne irgendwelche eisenverstärkten Balken kann ich jetzt hier einfach nicht unbedingt so Riesentürme bauen. Einfach nur aus bloßem Stein. Aber es passt schon. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier eine schöne Treppe hochkriegen. Einigermaßen zumindest. Eine Wendeltreppe. Warte mal, jetzt geht die Wendeltreppe direkt am Fenster vorbei. Ja, okay, von mir aus. What? Ah, ich habe kein Holz. Ich gehe mal schnell Bäume hacken. Ist es schon wieder Nacht eigentlich? Es wird zumindest gerade Nacht, oder? Ich habe Angst vor Werwölfen. Nein, Baum, bleib hier. Der wäre fast runtergerollt. Was schon noch cool wäre.
Ich würde ihm gerne dabei zusehen, wie er runterrollt und alles mitreißt auf seinem Weg nach unten. Aber ich brauche dein Holz. Bleib lieber hier bei mir. Ist besser. Ja, was das angeht, werde ich auf jeden Fall auch noch mehr, also jetzt tiefer in die Fallout-Spekulation noch gehen, was so Videos angeht. Habe ich mir schon fest vorgenommen. Diese Reise durchs Commonwealth und durch die verschiedenen Locations von Fallout 4 wird auf jeden Fall weitergehen. Aber an den Wochenenden will ich eben jetzt umfangreichere und größere und aufwendigere Videos machen. Und da kommen auf jeden Fall auch mehr Spekulationsvideos. Und so Resident Evil Eisberge werde ich auch machen. Habe ich auch Bock drauf. Ich habe mich auch schon ein bisschen umgesehen zu so spezielleren Eisbergen, zu einzelnen Spielen. Jetzt auch im Fallout-Universum zum Beispiel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde da keine, die mir richtig gut gefallen. Ich glaube, ich muss da erstmal meinen eigenen oder meine eigenen Eisberge machen. Die werde ich so ein bisschen mir Punkte von anderen Eisbergen holen, die ich gut finde. Aber manche sind mir persönlich immer ein bisschen zu quatschig oder zu albern oder haben dann auch Punkte, wo ich mir denke so, hä? Warum? Und ich glaube, da werde ich quasi einen eigenen Eisberg machen und den dann vorstellen. Das ist zwar dann natürlich noch mehr Arbeit, aber genau, da habe ich eben, das macht mir Spaß zurzeit. Okay, ich glaube, ich gehe kurz ins Bett, bevor irgendwelche Werwölfe kommen oder so. Und mir meine schöne kleine neue Burg zerhauen. Ich meine, das wird bestimmt ein bisschen dauern natürlich jetzt, bis die Videos fertig werden. Da werde ich, wenn ich Glück habe, schaffe ich eins in der Woche, aber wenn überhaupt. Von diesen wirklich umfangreichen Eisbergen. Ja, aber mal gucken. So, wo waren wir hier stehen geblieben mit unserer Wendeltreppe? Die Wendeltreppe muss noch mehr wendeln irgendwie. Ah ja, das sieht so der Winkel. Ein bisschen komisch, die Winkel, die ich hier immer so wählen muss. Nein, da ist schon wieder ein Drache. Ah, ich hasse euch. Ja, genau, mit dir rede ich. Lass du mein Haus in Ruhe vielleicht? Nee, nee, nicht in die Richtung fliegen. Ich werf doch meinen Speer nicht da in den Abgrund, du Trottel. Komm wieder zurück. Hey, mach nicht mein Haus kaputt. Der ist so ein Arsch. Mach damit Absicht. So, noch ein Speerwurf, dann haben wir ihn. So. Wieder Zutaten für ein leckeres Eistörtchen. Auch nicht schlecht. Was ist eigentlich mit dem Genshin Impact Podcast? Den gibt's auf jeden Fall immer noch und da wollen Merlin und ich auch wieder was dazu machen. Aber das waren jetzt einfach eine Verkettung von ungünstigen Ereignissen. Erstens ist jetzt einfach mein Urlaub vorbei. Okay, gut, das war abzusehen, aber dadurch habe ich jetzt auch weniger Zeit. Die Merlin ist auf der Arbeit, gerade in einer ziemlich stressigen Phase, die erst März endet. Also im Februar ist es bei ihr ganz schwierig jetzt. Aber ab März hat sie dann auch wieder mehr Zeit. Dann waren wir jetzt beide Ende Januar krank und sind erstmal eine Woche gelegen. Und ja, genau, da müssen wir jetzt einfach, also da haben wir jetzt eine Woche auch verloren noch. Und wenn jetzt dann ihre stressige Arbeitszeit vorbei ist, dann werden wir das Projekt auf jeden Fall wieder angreifen. Aber das ist halt einfach klar, weil wir halt im Grunde beide Vollzeit arbeiten. Und der Genshin Impact Podcast ist jetzt was mich privat interessiert, aber was, mit dem ich jetzt auch nicht großartig Geld verdiene auf dem Kanal oder so. Das ist schon eher wirklich so ein privates Projekt im Grunde, zusätzlich zum Kanal. Irgendwie komme ich hier nicht drüber. Deswegen ist es halt einfach auch eine Zeitfrage einfach für uns beide, ist eh klar.
Ich höre schon wieder einen Drachen schreien und das im Schneesturm. Nein, nein, nein. Drachen spawnen hier ein bisschen zu viel. Vielleicht, das Spiel, ne, ist ja noch in der Beta-Phase. Das wäre was, das könnte, da könnte man ein bisschen dran schrauben noch, finde ich, oder? Also liebe Valheim-Entwickler, ich weiß ja, dass ihr meine Streams immer fleißig schaut. Macht doch mal ein bisschen weniger Drachen spawnen hier. Das ist doch lächerlich. Ich nehme Pfeil und Bogen mit. Ich wollte eigentlich Pfeile sparen. Ich wollte eigentlich nicht mehr so viel Pfeile ausgeben. Ich dachte mir, ich mache alles mit meinem Speer ab jetzt. Aber hier in dem Gebiet mit den fliegenden Gegnern. Das sind die ersten fliegenden Gegner im Spiel. Ich wusste nicht, dass es fliegende Gegner gibt, bis ich hier zum ersten Mal auf den Berg gegangen bin. Ich dachte, mein Speer wird mir schon reichen für den Fernkampf. Ich mache mir ein paar Holzpfeile, dafür brauche ich auch keine wichtigen Ressourcen. Mit einem guten Bogen und ein paar Holzpfeilen, glaube ich, schaffen wir das dann schon. Ich habe nämlich echt Angst, dass ich meinen Speer irgendwann mal da runter vom Berg pfeffer und dann finden wir den nie wieder. Das wäre auch ein bisschen schade um den guten Wolfszahnspeer. Die Tür gammelt schon ein bisschen. Wir brauchen jetzt echt mal ein Dach. Wenn dauernd irgendwelche Drachen kommen und mich bespucken, dann macht das keinen Spaß. Sodala, sehr schön. Jetzt bauen wir hier oben mal Boden. Köstlichen Boden. Aber auf welcher Höhe? Das ist jetzt die Frage. Das muss jetzt mit... Ah, warte mal. Ja, da war, da hatten wir es, glaube ich. Das ist richtig wahrscheinlich. Gut. Geht das? Oder ist hier wieder eine Kante dann? Ja, da ist wieder eine Kante. Nein. Nein, das will ich nicht. Es geht. Das sieht jetzt nicht wunderschön aus, aber man fällt nicht durch. Es passt schon. Das kann man irgendwann vielleicht flicken. Weil hier haben wir wieder... Na, obwohl, es geht. Ja, okay, Gott sei Dank. Ich nehm's. Ich nehm, was ich kriegen kann. Ja, das ist das geringste Problem noch, glaube ich, bei den Drachen. Ah, warte mal, hier muss ich wieder mit der Treppe aufpassen, ne? Das vergesse ich gerne. Aber ich glaube, da können wir schon noch ganz schön viel Boden machen. Die Treppe ist doch einigermaßen steil. Oh ja, da geht noch was, oder? Ich glaube, jetzt muss ich aufhören. Schauen wir mal. Vielleicht noch eine Platte? Ja, perfekt. Perfekt. So machen wir es. Ah, ich habe kein Holz mehr. Na, dann gehe ich mal wieder ein bisschen Holz hacken. Aber ich glaube, das wird ganz cool. Jetzt bin ich nur gespannt, wie die Belastung von dem Holz hier ist. Man sieht es nicht, weil es draufschneit. Oh, what? Nein! Oh, Leute! Das ist ja der Hammer. Stein zählt anscheinend als Bodenstruktur. Ich habe jetzt hier quasi ein sehr massives Steinfundament gebaut und könnte jetzt hier aus Holz nochmal sehr viel höher bauen. Yo, ey, das finde ich gut. Weil dann machen wir jetzt noch ein paar Stockwerke Holz oben auf unseren Steinturm. Das wusste ich gar nicht. Stein, also, wie soll ich sagen? Normalerweise funktioniert das Bausystem quasi so, hier oben. Ich zeige es euch mal kurz. Die Objekte, die am Boden befestigt sind, sind so bläulich. Das heißt, die haben Bodenkontakt, die sind super stabil. Und dann wird es grün und wird immer gelber und gelber und wird dann rot. Und dann ist Schluss mit lustig. Hier beim Türrahmen sieht man schon orange, sehr viel höher geht es dann nicht mehr. Aber ich dachte, wenn ich jetzt Holz auf Stein baue, wird dieses Stresssystem übernommen, dass quasi jetzt Holz, das ich auf diesen hellgrünen Stein platziere, gelb wird. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich so, dass Holz, das ich an Stein platziere, blau ist, als würde ich es auf dem Boden platzieren. Steinstrukturen zählen für Holzstrukturen wie Boden.
Und das bedeutet, ich kann wie blöd höher bauen. Mit Holz halt. Hallo, ist das cool. Das freut mich wirklich. Das ist ziemlich gut. Ich glaube nämlich, da mache ich jetzt eine kleine Expedition ins Tal. Oh Gott, Silber ist so schwer. Ich glaube, ich kann gar nicht alles auf einmal mitnehmen. Da mache ich jetzt eine kleine Expedition ins Tal. Wie schwer bist denn du? Nicht so schwer. Ja, nehmen wir die mit. Und dann komme ich wieder mit Hartholz. Dann können wir nämlich ziemlich stabile Hartholzbalken oben auf die Steinkonstruktion bauen. Und vielleicht mache ich sogar noch ein, zwei Reihen mehr Stein jetzt dann. Oh, das wird so cool. Ah, freut mich das jetzt, dass ich das zufällig entdeckt habe. Das ist ja richtig spitze. Weil das heißt, wir können jetzt hier noch ein, zwei Schichten Stein auftragen. Und dann machen wir Hartholzbalken, an denen wir dann normale Holzbretter befestigen. Und dann wird es richtig stabil und richtig riesig. Und dann können wir die Wendeltreppe noch erweitern und bauen uns hier wirklich einen Turm, der die Gezeiten überdauern wird. Oder einen einzigen Golem-Angriff. Aber schauen wir mal, was vorher passiert. Je nachdem. Ich habe da hinten schon wieder einen Drachen gesehen. Ich werde den einfach Drache sein lassen. Wir sprinten da jetzt ein bisschen durch. Und dann gucke ich auch gleich mal, was wir für den Helm brauchen. Für den Eisenhelm. Den Drachenhelm. Damit es sich wenigstens gelohnt hat, so viele von denen jetzt zu killen. Oh, mein Essensbonus geht flöten. Mampfen wir nochmal eine Runde. Macht's gut, ihr Trottel. Einfach mal einen 90-Grad-Berg nach unten sprinten. So machen das Wikinger. So. Das Silber lade ich mal hier in die Kiste zwischen. Ah, habe ich jetzt die Trophäe mitgenommen? Bitte sagt mir, ich habe die Trophäe mitgenommen. Ich habe die Trophäe nicht mitgenommen, oder? Ich habe die Trophäe mitgenommen. Hurra, ich bin ein Held. Wunderbar. Dann gucken wir doch mal hier an unseren Schmiedetisch. Aha, der Drake Helmet. Drake Helmet Armor 20. Das ist das, das. Oh nein, ich brauche zwei Trophäen. Ah, wie gemein. Okay, gut. Der kommt auf die hohe Kante. Da fliegen so viele Drakes oben rum. Da kriege ich schon meinen zweiten Drake. Und ich nehme jetzt wirklich meinen Bogen wieder mit. Statt den Speer erstmal vorübergehend. Und ich mache mir... Ah ja, wir haben noch ein paar Holzpfeile. Aber ich mache mir noch ein paar mehr Holzpfeile. Weil Holzpfeile kosten fast nichts. Da braucht man nur Holz dafür. Ziemlich easy gemacht. Ja genau, ich will die Drachenrüstung machen. Ab jetzt, das ist eigentlich ganz cool. Weil gerade waren die Drakes... Das Reparieren ist immer so laut. Gerade waren die Drakes noch super nervig. Und ich dachte mir die ganze Zeit so... Bleib daheim, blöde Drakes. Und jetzt plötzlich mit einem Schlag... Freue ich mich über jeden Drake, der mich angreift. Weil jeder Drake bedeutet für mich, die Chance auf eine zweite Drake-Trophäe, damit wir uns dann einen Helm bauen können. Deswegen mache ich mir jetzt ein schönes Repertoire an Holzpfeilen. Da verschwenden wir keine Federn und andere wertvolle Ressourcen. Verzeihung. Und mit denen kriege ich die Drakes auch klein. Die Drakes sind echt Luschen. Machen wir mal 200. Sodala. Ich finde meinen Speer schon cool, muss ich schon sagen. Aber naja, gerade ist es halt nicht die optimale Waffe. Okay, dann schauen wir mal, wie viel Hartholz ich noch habe. Und wie viel ich noch einpacken kann. Hab schon noch ein bisschen Hartholz.
Aber tragen können wir halt nicht ganz so viel. Kann ich vielleicht die Kristalle hier lassen? Ich weiß gar nicht, wo ich die Kristalle einsortieren soll. Wobei, ich könnte jetzt auch in jedem... Ich brauche mehr Fenster. Ich nehme die Kristalle mit. Na gut, dann lasse ich halt noch ein bisschen. So viel Hartholz brauchen wir auch wieder nicht. Und wenn, hole ich halt mehr. Ist ja nicht... So weit ist es auch wieder nicht. Ah, komm schon. Ja, perfekt. Okay, cool. Passt schon. Holzpfeile, Hartholz, Bogen ausgerüstet. Gehen wir zurück auf den Berg. Der Berg ruft. Alles repariert. Essen haben wir. Auf geht's. Juhu! Und dann kriegen wir unseren Drachenhelm. Also es ist genauer gesagt, Retro, keine Drachenrüstung in dem Sinne, sondern nur ein Drachenhelm, der aber zur Wolfsrüstung gehört irgendwie. In der Silbertechnologiestufe gibt es irgendwie Wolfshosen und einen Wolfspullover und einen Drachenhelm. Und das Set will ich mir im Grunde zusammenbauen. Ich habe jetzt nur noch die Eisenrüstung an, weil ich die sehr hoch gelevelt habe. Deswegen wäre es jetzt sogar schlechter oder beziehungsweise nicht besser, wenn ich jetzt mein Silber, das ich habe, in einen Silberpullover stecke. Mein Helm, mein Eisenhelm, ist aber dagegen bei weitem nicht so abgegradet. Da macht es viel mehr Sinn, dass ich den erstmal austausche jetzt. Wolfshosen habe ich schon an. Ich höre schon, die Drachen schreien da oben. Uah. Es könnte natürlich sein, das weiß ich jetzt nicht, dass hier nur so viel Drake spawnen, weil da oben ein Nest ist. Da oben ist nämlich ein Drachennest, wo immer wieder mal ein Drachenei spawnt. Deswegen habe ich zwei davon. Und eventuell spawnen deswegen so viel Drakes in der Nähe. Das könnte schon sein, dass die nur deswegen hier so viele sind. Dann hätte ich ja sogar noch Glück. Also dann hätte ich dreifach Glück. Dass wir hier auf den Berg kommen, gleich am Anfang ist eine riesen Silberquelle, die mir erst ermöglicht, irgendwie problemlos den Berg weiter zu durchsuchen. Weil am Anfang braucht man immer antifrostresistent Supertränke, damit man hier überhaupt hoch kann, ohne zu erfrieren. Und erst wenn man dann ein bisschen Silber hat und sich so einen Wolfsumhang machen kann, kann man hier in Ruhe erforschen. Insofern, ja. Drache, ich sehe dich. Ich komme. Der Drachenjäger ist da. Ja, du siehst mich auch, oder? Na komm. Wo fliegt er denn hin? Das ist schon leichter als mit dem Speer, ne? Ist nicht so stylisch, finde ich, aber passt schon. Und da Holzpfeile wirklich auch reichen für die... Ist es auch keine Ressourcenverschwendung in dem Fall. Okay, leider keine Trophäe, aber dafür Eistörtchen-Zutaten, das ist ja auch nicht schlecht. Drache, ich sehe dich. Der Drachenjäger ist da. Ah, nee, sonst fällt sein Loot da runter. Komm, komm lieber wieder ein bisschen hierher, Drache. Ja, Streifschuss auf dem Flügel hat gereicht. Keine Trophäe sehe ich, aber immerhin Törtchen, Zutat. Naja, ich würde sagen, ich baue jetzt einfach mein Haus weiter, weil so wie ich die Drachen hier kenne, kommen die, also ne, da muss ich nicht lange warten, will ich sagen. Also Holzbalken, schön und gut, aber ich wollte jetzt erst nochmal ein, zwei Reihen Stein bauen. So viel mir eben das Spiel erlaubt, noch an Stein zu bauen, mache ich jetzt. Gleich mal ins Feuer fallen, das ist immer gut. Oh, die Kiste ist voll kaputt. Das haben wahrscheinlich die Wölfe beim letzten Mal noch kaputt gemacht. Überhaupt ist hier alles noch kaputt. Ja, ja. Fürs Erste habe ich mal wieder genug repariert. Jetzt tausche ich mal Steine gegen Holz und so. Damit wir erstmal noch ein bisschen Stein bauen können. Ach, das macht mir gerade so Spaß, Leute. Das ist so toll. Wie in den Let's Builds von Fallout 4 früher. So ist das hier gerade in Valheim.
Der Baueditor funktioniert auch sehr viel besser als der Fallout-Editor. Dazu gehört nicht viel, aber es ist ein Unterschied. Das macht mir einfach gerade wieder voll Spaß. Ich hätte nicht gedacht, wirklich nicht, dass mich nach all den vielen Baustunden, ja nicht nur in Fallout, ich baue ja so Basenbauspiele immer, schon immer gerne, dass mich da nochmal ein Spiel so richtig packen kann, hätte ich nicht gedacht. Weil ehrlich gesagt dachte ich, ich habe mich einfach an dieser Art von Spiel satt gespielt. Aber Valheim hat mein Herz erobert. Schön. Danke, Valheim. Na schön. Ich gehe mal wieder ein bisschen Silber und Stein hauen. Damit wir unseren Turm noch höher bauen können. Ich glaube, der Turm wird so super. Wie spät ist es denn jetzt? Es ist... Oh nein! Ah, oh, es ist schon leider halb fast. Halb neun fast. Ich muss leider um neun echt aufhören. Ich habe das so eingeplant auch, weil wir heute noch nicht mal Abend gegessen haben. Ich muss um neun noch kochen. Oh oh, Golem. Ich höre ihn. Okay, Golem. Warte mal. Ich bin bereit. Ich bin bereit, Golem. Lass uns mal hier hingehen zu den Steinen, damit du vielleicht... Weil die mit den Spitzen, der hat jetzt so einen Spitzenstein, so einen Kristallarm, der haut die Steine hier kurz und klein. Dann haben wir gleich wieder Steine ohne Ende. Der haut mich zwar auch kurz und klein, aber das ist sehr cool, finde ich, wie der sich hier durchbohrt. Okay, nice. Drache auch gleich noch hier. Ein Drake. Ob der mit Nathan Drake verwandt ist? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich ein entfernter Vorfahre. Drache, wo bist du? Komm her. Keine Trophäe, aber die kriegen wir. So, der Golem war hilfreich, hat uns ein paar Steine beschert. Nicht so viel, wie ich gehofft habe, ehrlich gesagt, aber passt schon. So, jetzt kann ich hier vielleicht mal testen, ob schwebende Steine bestehen bleiben. Aber ich komme hier nicht hoch, das ist das Problem. Na, da muss ich einfach den ganzen Unterbau weghauen. Ah, Moment. Das mache ich aber mit der Bronzehacke. Ich fände es schade, wenn es schweben würde, aber ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das Spiel das schweben lässt. Ich glaube, das Spiel lässt das echt nach unten fallen, deswegen gehe ich jetzt lieber zur Seite. Aber ich kann es nicht sagen, weil diese komischen Steinstrukturen, die hier so fest sind, ne, die haben, glaube ich, irgendwie ihr eigenes Regelwerk. Die funktionieren nicht wie andere Objekte in der Welt. Deswegen könnte ich es wirklich nicht sagen. Aber wir werden es vielleicht gleich sehen. Pixton meint, dass es schweben wird. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich sage, es fällt, aber ich könnte es nicht. Ne. Nur damit wir unterschiedliche Meinungen haben, damit es spannender wird. Weil sicher bin ich mir auch nicht. Ganz im Gegenteil. Haut das auch mal noch weg. Oh, oh, Wölfe. Und ich habe keine Ausdauer. Oh, ein Werwolf. Oh, nein.
Wow! Jawohl. Einfach nur perfekt kontern, dann ist das alles kein Problem. Aber wenn jetzt schon Werwölfe rauskommen, gehe ich lieber ins Bett. Mein Inventar ist eh voll. Perfektes Timing. Ab ins Bettchen mit uns. Eieiei. Wildes Land, dem wir hier sind. Schön. Ach, das macht mir schon echt Spaß, muss ich schon sagen. Super cool. Ich freue mich. Okay, kann ich irgendwas in die Kiste packen? Ein bisschen. Ich höre schon wieder Drachen schreien, Krähen. Ich weiß nicht genau, was die machen. Schon Trophäe-Drop. Nein, kein Trophäen-Drop und ich bin voll überladen. Ey, ich baue mal ein bisschen Haus weiter, damit wir Steine loswerden. Und dann machen wir unser Steinfall-Experiment weiter. Auf das bin ich schon gespannt. Und ja, genau. Weiter habe ich noch nicht gedacht. Ist auch wurscht. Ich würde hier gern wieder Fenster einbauen, fällt mir ein. Also jetzt machen wir die Reihe fertig und dann lassen wir wieder Platz für Fenster. Fensterplätze. Ich glaube, sehr viel höher. Ich muss echt mal gucken, weil hier über der Tür ist das wahrscheinlich. Nein, das ist nicht. Ach, das ist über dem Fenster. Okay. Über dem Fenster können wir wahrscheinlich gar nicht mehr sehr viel höher. Und das ist dann quasi unsere Maximalhöhe. Oh. Oh, hätte ich gar nicht gedacht. Krass. Ah, das war so dumm von mir. Beinahe in den Tod gestürzt. Weil ich wieder die Abkürzung nehmen wollte, statt den langen Weg. So ist das. Aber das ist der letzte Stein. Höher wird's nicht, oder? Nein, spinnst du? Spiel, wie hoch gehst denn du noch? Das ist umgekehrtes Steinlimbo. Wie hoch kannst du gehen? Okay, das war's. Höher wird's nicht mehr. Okay. Na schön, dann ist das unsere maximale Steinturmhöhe. Das ist eh beachtlich. Ne, das passt schon. Nicht schlecht. Und da drauf bauen wir jetzt nochmal einen Holzturm. Das wird so ein epischer Superturm. Ey, ich freue mich so. Es ist wirklich toll. Ich wollte ja schon, wenn ihr dabei wart beim letzten Stream damals, auf dem Berg, auf dem Waldhügel in der Nähe vom Sumpf ein Schloss bauen, eine Burg bauen. Und dann wurde es so ein kleines Steinhäuschen. Aber hier können wir das jetzt verwirklichen, weil hier haben wir auch genug Steine in der näheren Umgebung, die wir auch einfach abbauen können. Xardas-Turm. Wer ist denn Xardas? Der sagt mir gerade nichts. Mehr Steine! Okay, gehen wir Steine klopfen. Der Zauberer aus der Gothic-Reihe. Ah, cool. Ich kann mich an die Gothic-Reihe leider echt nicht mehr wirklich erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich sie sehr mochte. Aber ich habe kaum noch Erinnerungen dran, tatsächlich.
Ich meine, da war ich auch noch sehr jung, als ich die gespielt habe. Aber ja, das war toll. Das ist auch. Ich habe vorher schon erzählt, dass ich Fable jetzt wieder angefangen habe. Die Gothic-Reihe ist auch was, wo ich immer wieder drüber nachdenke, ob ich da mal wieder einen Schritt in diese Welt wagen soll. Ich habe die Fenster nur versetzt, weil die Treppe durchgeglitscht ist. Das war hässlich. Aber ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht, ob ich Gothic nochmal spielen kann. Ja, ja, genau. Remake. Mhm. Da habe ich auch Bock drauf. Da bin ich gespannt drauf. Sofort. Aber Gothic hatte schon... Nein, er schwebt! Er schwebt! Ah, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, Spiel. Naja, Gothic hatte schon eine eigenwillige Steuerung und ich bin mir nicht sicher, ob ich das nochmal mir antun will. Oder die Kampfsteuerung war schon was Gewöhnungsbedürftiges. Dem Baum habe ich es gezeigt. Null Schaden. Was war das? Da war ein komisches Geräusch. Vielleicht, weil es gerade gespeichert hat. Wahrscheinlich nur ein komischer Glitch, oder? Ah, wieder keine Trophäe, ey. Aber ist schon cool. Jetzt ist die Jagd nach denen wieder irgendwie nach was Sinnvollem geworden. Okay, ich gehe ein paar Bäume fällen, baue mir hier ein Leitersystem, weil einen schwebenden Stein kann ich in meiner Welt nicht tolerieren. Der muss jetzt von oben nach unten abgehackt werden. Das hilft nichts. Beim ersten Teil war die Steuerung wirklich ein Krampf. Ja, eben. Ne? Ich habe das auch so in Erinnerung. Also damals voll okay, aber irgendwie hält man ja quasi eine Taste gedrückt, damit man in den Kampfmodus geht. Aber dann kann man seine Figur irgendwie nicht mehr wirklich bewegen, weil dann ist man im Kampfmodus. Weil dann attackiert man mit den Richtungstasten. Das war schon alles irgendwie interessant. Ich meine, ein eigentlich cooles System irgendwie auch so. Aber nee. Gibt einen Grund, warum sich das nicht durchgesetzt hat, das Kampfsystem. Aber ja, da bin ich sehr gespannt auf das Remake. Da habe ich tierisch Bock drauf. Und Elix 2 kommt doch auch jetzt noch diesen Monat, oder? Weil Elix 2 hat mir auch gefallen. Elix 2, ach ja. Da bin ich gespannt. Drache! Ah, oh, Golem! Die Holzpfeile machen ihm sogar ein bisschen Schaden. Oh oh, ich habe keinen Götterschutz mehr. Das ist jetzt ernst. Okay, ich muss mich konzentrieren. Erstmal weg von meinem Haus. Ohne göttlichen Schutz, und den habe ich erst in 8 Minuten wieder, ist mit den Golems nicht zu scherzen. Ja, genau das meine ich. Und schon bin ich halb tot. Ah! Und den Baum hat er auch noch kaputt gemacht. Ja. Geh auf den Drachen. Komm, schau, der Drache nervt dich doch voll. Der macht zwar nur 0 Schaden, aber das kannst du doch nicht auf dir sitzen lassen, Golem. Okay, ich habe mich gerade fast zu Tode gegessen. Aber es musste sein. Okay. Heiltrank. Wölfe! Oh Gott, danke, Abraxe! Für die Bits! Das Glas füllt sich. Das Glas geht über. Aber was mache ich jetzt hier mit dem Steingolem? Entweder halte ich den jetzt 7 Minuten hin oder ich fliehe einfach. Oder ich schau mal, ob ich mir hier versehentlich einen golemsicheren Bunker gebaut habe. Ne? Das könnte nämlich gut sein, dass der nicht reinkommt. Blöder Golem. Und jetzt schieße ich ihm einfach mit Holzpfeilchen ab, die ihm immer nur so ein bisschen Schaden machen. Aber immerhin. Ich krieg ihn schon klein. Und vielleicht schafft es der Golem ja währenddessen, den Drachen für mich zu töten. Und so sind 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Aber der versucht's gar nicht. Der versucht zu mir zu kommen. Ich muss mal meine Ausdauer regenerieren. Danke nochmal, Abraxas. Super cool. Jetzt ist das Glas nämlich wirklich bis oben hin gefüllt. Ach, der Golem geht. Das machen die wirklich nämlich. Wenn die keinen Weg zu mir haben und da beschossen werden und sterben und so, dann hauen die ab. Das habe ich schon öfter beobachtet. Aber leider nicht lange. Die kommen wieder, ganz sicher. Warum bin ich denn so voll beladen? Ich habe ziemlich viel Holz dabei. Okay, das muss ich irgendwie... Ah ja, genau. Ich wollte ja deswegen. Ah ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Ah. Ich wollte mir hier ein kleines Gerüst bauen, damit ich den Berg abbauen kann. Oh oh, die Erde bebt. Der Golem kommt wieder. Okay, Golem, warte. Ich kämpfe mit dir. Nein! Oh Gott, der hat mich getroffen. Wie viel Reichweite hast denn du? Ich wollte mich gerade für den Kampf bereit machen und schon ist mein einer Treffer, den ich einstecken darf, wieder weg quasi. Verbraucht. Naja, gut. Ich versuch's nochmal. Komm. Jetzt. Jetzt ernst. Den tank ich lieber nicht. Nein! Ah, ich krieg die Timings nicht hin bei den stumpfen Golems. Bei den spitzen Golems ist es kein Problem, aber die stumpfen Golems, ey. Verdammt nochmal. Der schlägt so plötzlich zu. Ja, das war gut. Yes. Mist. Oh Gott. Gut, jetzt ist er tot. Schön. Das war wild. Gibt's Golem-Trophäen? Habe ich nicht vorher eine Golem-Trophäe bekommen? Ja, ja, genau. Das war so ein Kristall. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, eine Golem-Trophäe ist im Endeffekt nur ein Stein, den man sich an die Wand hängt. Einfach nur so ein Steinklumpen an die Wand nageln. Ja, ich habe einen Golem getötet. Aber nee, ist ein auffälliger Kristall, der... Ah! Ich habe gerade den Boden unter meiner Leiter weggehämmert. Ach ja, zum Glück bin ich nicht tief gefallen. Ach ja, das Physiksystem ist schön. Aber dass die Steine nicht fallen, also das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil... Was soll das? Nein, komm schon. Warum habe ich jetzt hier einen hässlichen schwebenden Stein? Ich kann nicht leben in einer Welt, in der so ein hässlicher schwebender Stein existiert. Der muss weg. Das hilft alles nichts. Das geht nicht. Ich habe auch in Minecraft immer alle Blätter, alle schwebenden Baumblätter weggemacht einzeln. Weil ich meine, come on, das geht einfach nicht. Nee, ich befürchte, wenn ich das jetzt mache... Ach, Drache, das ist jetzt gerade ungünstig. Siehst du nicht, dass ich hier einen dringenden Berg abbauen muss? Tja, hast du jetzt davon. Ich höre schon wieder einen Golem da unten. Was willst du? Geh weg! Übeltäter! Kann man hier vielleicht mal 5 Minuten in Ruhe? Habe ich kein Holz mehr? Nee, ich muss nur eine Werkbank irgendwo hinstellen. Ah, hier geht's. Perfekt. Einen Berg abbauen. Ist das vielleicht möglich? So. Okay.
Keine Sorge, wenn die Spitze erstmal weg ist, ist das Schlimmste geschafft hier. Wenn wir uns dann mal von oben nach unten durchbuddeln können und eine einigermaßen gerade Fläche haben, ist der 0, nix abgebaut. Okay. Und die Steine brauchen wir sowieso. Das passt schon. Ah, nicht so tief, nicht so tief. Oh Gott, ich wäre fast durch das Loch da gefallen. Und zwar ohne Ausdauer in die Arme von Spitzarm-Golem, der nur darauf wartet, dass ich runterfalle. Das würde ihm so passen. Spitzarm-Golem, mein alter Erzfeind. Ah, nein! Ich komme, Spitzarm-Golem. In deine spitzen Arme. Na, komm her. Okay, wartet. 17 Sekunden, dann kann ich meine göttliche Ausdauer, Aushaltigkeits-Power aktivieren. Das. Wie flüchte ich noch schnell vor ihm? Die Welt speichert, dann ruckelt es immer ein bisschen. Ist schon okay. Und Power! Okay. Ich meine, die werden zu meinen Fenstern. Ich brauche die eh auch für meinen Turm. Ne? Ich habe leider... Ich muss Ausdauer regenerieren, sonst hat das keinen Sinn hier. Sonst kann ich die nicht ordentlich kontern. Okay, jetzt komm. Das gibt's doch nicht. Okay, Wolf, ja, komm du auch noch her. Jetzt ist auch schon egal. Ich mache euch alle fertig. Ah! Okay. Hier hat man aber auch nicht... Also, das war, puh. Sag ich da nur. Ist ja fast schon anstrengend hier. Meine Güte. Dabei will ich nur den riesigen Felsen hier in kleine Bröckchen zerhauen. Ist denn das zu viel verlangt? Dass der Golem dich davon abhält, den Berg abzubauen, macht ja durchaus Sinn. Immerhin hackst du da vielleicht Verwandtschaft von ihm nieder. Genau dazu will ich witzigerweise ein Video machen. Werde ich auch noch machen. Zu dem Thema, wer in Valheim das schlimmste Monster ist. Spoiler-Alarm, es ist der Spieler. Am Beispiel der Zwerge, der Great Dwarfs, kann man das nämlich innerhalb der Spiellore wunderbar aufzeigen, was für ein unglaubliches Monster unsere Spielfigur eigentlich ist. Das wird, glaube ich, ein witziges Video. Keine Ausdauer mehr. Blöd, dass ich hier irgendwie so einen Trichter gebaut habe, durch den ich immer wieder durchfalle, ne? Na gut, Leute, wisst ihr was? Ich kann den Berg auch alleine abbauen. Das müssen wir jetzt nicht im Stream machen. Das ist ein längeres Projekt, als ich dachte. Das passt schon. Das muss nicht jetzt sein. Es liegen jetzt auf jeden Fall hier sehr viele Steine rum. Das ist super. Ich sehe durch den Schneesturm durch so ein bisschen das Abendrot, bilde ich mir ein. Vielleicht können wir schon wieder schlafen. Aber den Drake greifen wir noch an. Ja, keine Ausdauer. Schon allein deswegen muss ich echt schlafen, weil die Ausdauerregeneration unserer Hauptfigur ist schon echt nicht mehr gut. Ah, komm schon. Lieg doch nicht so ein Blödsinn zusammen.
Wie soll ich dich denn da erschießen, wenn du so Kurven fliegst und so abbremst plötzlich? Keine Trophäe. Schade. Aber irgendwann kriegen wir sie, die zweite Trophäe. Ab ins Bettchen. Hurra. Ist das nicht irgendwie schön, wenn man von da oben durch den Schnee so reinkommt und dann ist da unten so ein Feuer. Man sieht schon so warm schimmern. Gefällt mir. Ich glaube, wenn der Turm irgendwann mal fertig wird, dann wird der, glaube ich, sehr cool. Der gefällt mir sehr gut. Jetzt schon. Also das Bild von dem Turm in meinem Kopf gefällt mir jetzt schon sehr gut. Das heißt, ich kann nur enttäuscht werden im Endeffekt. Perfekte Voraussetzungen. Soll ich eigentlich die Wendeltreppe übergangslos nennen? Nicht ganz übergangslos, oder? Machen wir hier ein bisschen Boden, aber dann kann die im Grunde schon wieder weiter nach oben gehen hier. Ich kann gar nicht fassen. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich Steinkonstruktion tatsächlich einfach als Boden zählen, wenn ich hier meine Holzdinger dran baue. Das ist so der Hammer. Das bietet so viele neue Baumöglichkeiten. Das ist wunderschön. Das ist einfach wunderschön. Nur diesen hässlichen Berg da hinten, den muss ich wegkriegen. Der ist alles andere als wunderschön. Der ist wunderhässlich. Ich hasse schwebende Sachen in meiner Welt. Oh, schon wieder keine Steine mehr. Ach so, weil mein Inventar so voll ist, ne? Es liegen überall Steine ohne Ende. Ich kann sie nur nicht mitnehmen, weil ich komplett voll bin. Vielleicht wird es Zeit für eine zweite Kiste. Ja, höchste Zeit für eine zweite Kiste. Furniture. Second... Oh, ich habe gerade mein Lagerfeuer kaputt gemacht. Ups. Ich bin irgendwie draufgetreten und dann ist es explodiert. Aber das hat mich eh gestört. Ich stelle das mal ein bisschen weiter an den Rand hier. Genau, das... Der soll die Werkbank abfackeln. Das ist gut. Halt, die brauche ich. Ich höre da draußen schon wieder einen Drachen durch die Gegend schießen. Wenn der auf mein Haus schießt... Hä, das könnte sein, dass die mein Haus angreifen von alleine, wenn ich nicht aufpasse. Wenn ich nicht da bin oder so. Oder, das ist nämlich das Doofe, wenn der nicht mein Haus angreift, greift er wahrscheinlich einen Golem an. Normalerweise kämpfen die nur gegen Golems, glaube ich. Ich weiß nicht, auf was der schießt. Ach, der schießt auf meine Werkbank, die ich da platziert habe. Der macht mir meine Leitern kaputt und so. Naja, das ist nicht ganz so schlimm. Nur ein Beutel. Ey, ich würde so hoffen, ich fände es so cool, dass wir noch eine Trophäe kriegen, bevor wir heute Schluss machen. Aber leider muss ich schon in 12 Minuten aufhören. Aber in 12 Minuten kann viel passieren. Es wurden schon ganze, weiß ich nicht, Mehlspeisen in 12 Minuten gebacken. Oder so. Also, alles ist möglich. Oder so. Ja. Ich hätte mehr Steine mitnehmen sollen. Ah. Ups. Es liegen eigentlich genug rum, ne? Ich müsste sie nur aufheben. Einmal hier durchlaufen. Lüpp. Und schon sind wir ganz schön steinreich. Aber da geht noch was.
Hat eigentlich ein Golem hier einen Baumstumpf hier reingeworfen? Das kann schon passieren, oder war ich das? Ich weiß es nicht. Na. Oh, warte mal, das könnte ein stützender Stein gewesen sein. Nee, passt schon noch. Okay, gut. Nein, nicht runterfallen. Ah, das wollte ich vermeiden. Okay, alles gut. Alles gut. Nein! Ah, komm schon. Oh, ungünstig, komm schon. Ah, Hilfe, Essen, schnell. Leider wieder keine Trophäe. Ah, wenn es nur Sprengstoff gäbe, dass ich den einfach wegsprengen kann, das wäre ziemlich gut. Oh, jetzt brauche ich erstmal Steine. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich finde es auch schön, dass es jetzt unter dem Stein wirklich nicht reinschneit. Außer da, wo das Loch ist, natürlich. Das sind so kleine Details. Die mag ich. Ja! Ja! Habt ihr das gesehen? Es hat doch funktioniert. Er war zwar schwebend, aber ich glaube, er hätte nicht schweben sollen. Das Spiel erkennt durchaus, dass der eigentlich zusammenbrechen muss. Und jetzt ist er zusammengebrochen. Wahrscheinlich, weil er weit genug vom Boden weg war oder so. Also, Pixton, ich würde sagen, wir hatten beide recht. Auf einmal zerbröselt er über mir. Ich habe mich voll erschrocken, aber das ist super. Das ist richtig gut. Kann ich eigentlich Kristallfenster bauen? Ja, dann machen wir das nämlich hier auf der Ebene. Und zwar über der Tür, also hier. Ich hoffe, jetzt bricht nicht alles darüber ein. Könnte passieren. Eins, zwei, drei, zack. Eins, zwei, drei, zack. Okay, mehr Kristalle haben wir nicht, aber ist eh gut. Passt schon. Ah, warte, kann ich hier gleich noch 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, genau, passt. Wunderbar, danke. Darf ich nur nicht vergessen, dass hier noch Kristallfenster rein müssen. Boah, die Steine da oben sind aber schon sehr rot, ey. Dass die halten, dass da nicht alles in sich zusammenstürzt. Ah, geht anscheinend. Scheint ja alles wunderbar hier zu funktionieren soweit. Ich mag den Turm jetzt schon. Der Turm ist mein Freund. Mein Turm und ich, wir sind gespannt, denn gleich geht's wieder rund. Mit Walheim da erlebt man was und Lachen ist gesund. Wolfsköpfe, Zwergen, Augen. So, und jetzt ist quasi der Plan, da muss ich jetzt dann mein Hartholz holen, dann kann ich das heute zumindest noch andeuten, was meine teuflischen Pläne sind. Ah, ich hab, ah nee, warte mal, ich hab Holz, ich bin nur zu weit vom Steinwendtisch entfernt. Okay, naja, dann stellen wir uns halt hier hin.
Halt, ich glaube, die letzten beiden stimmen nicht mehr. Die hat so ein bisschen verzerrt. Ja, genau, ich glaube so. Nein, irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, die, auf denen ich stehe, stimmen nicht. Ist von hier oben halt doch ein bisschen schwer abzuschätzen. Okay. So hundertprozentig muss es ja nicht stimmen. Ist eine krude Steinfestung hier. Eine krude Wikinger-Steinfestung. Da kann schon mal. Da muss nicht immer alles perfekt sein, aber. Genau, dann kommt hier der Boden und der ist tatsächlich quasi super unzerstörbar stabil. Ah, das ist so irre. Das ist so eine Erkenntnis, die ich hier habe. So eine Epiphany. Dass man tatsächlich hier an... Also, das ist total verrückt. Nee, warte mal. Die sind grün. Ah, das ist komisch. Naja, trotzdem dürfte das super stabil sein. Jetzt hole ich mal wirklich schnell aus dem Keller... Oh, das Loch ist mir ein bisschen zu groß. Das flicken wir. Okay. Jetzt hole ich mal wirklich schnell aus dem Keller. Oh, wenn man jetzt, ich muss ein Geländer, glaube ich, bauen, oder? Wenn man da von oben runterfällt, das tut weh. Ein paar von den dicken Hartholzbaumstämmen. Und schau mal, ob die jetzt wirklich dann grün sind, zumindest, wenn die da ganz oben stehen. Weil dann können wir den wirklich noch ganz schön hoch auch einfach mit Holz weiterbauen. Ich glaube, die Maximalhöhe werde ich dann nicht ausreizen, weil das wäre bekloppt. Aber schauen wir mal hier so zwischen die Steine jeweils. Ja, immerhin grüne Balken. Na. Theoretisch sähe es vielleicht am coolsten aus, wenn ich die tatsächlich bis unten fortführe. Weiß ich nicht. Schauen wir mal kurz, wie das aussehen würde. Wenn ich quasi die... Das bringt, glaube ich, nichts. Also das macht keinen Unterschied. So statisch, aber optisch wäre es, glaube ich, schöner. Komm da gar nicht mehr hin. Wenn vielleicht die Holzbalken hier, also hier so die Hohlräume ausfüllen würden, ne? Ja, ich glaube, das gefällt mir. Ich glaube, das könnte man so machen. Oder? Was sagt ihr? Das hat was, oder? Ich finde es nicht schlecht. Ne, weil die komischen Spalten in dem Steinturm haben mir eh nicht so gut gefallen. Könnte man hier, glaube ich, schon schön mit Holz bauen. Pfählen auffüllen und die quasi bis oben fortsetzen und oben dann noch also weiterbauen mit Holz. Ja, ja, doch, doch. Ich glaube, das finde ich gut. Wenn ich das so sehe, das sieht noch was aus, finde ich. Das hat was. Ich nehme es, glaube ich. Das ist zwar jetzt wieder extra viel Arbeit, aber ich mag ja so Mammutprojekte. Ihr kennt mich ja. Ihr habt ja vielleicht meine Fallout Let's Builds gesehen. Ihr wisst ja, dass ich gerne mal unnötig viel Zeit in gewisse Sachen packe. Mach's gut. Gute Nacht. Ciao. Ja, ich glaube auch, dass das grundsätzlich dann ganz cool wird. Cool. Cool, cool. Aber die, das ist wirklich so, ne? Die Steine stabilisieren die Holzbalken, aber die Holzbalken nicht die Steine. Steine kann man nicht mit Holz irgendwie stabilisieren. Okay. Gut zu wissen. Na komm schon, Holzbalken. Ich baue jetzt noch kurz den Grundfundamentholzbalken auf jeder Ebene einigermaßen. Ich muss da nur ein bisschen aufpassen, dass die nicht reinglitschen. Ne? Da muss ich ein bisschen gucken. Muss ich mir dann von innen nochmal genauer anschauen. Wenn da einzelne Balken vielleicht nach innen glitschen. Innen so durchglitschen, könnte das vielleicht hässlich aussehen.
Aber sonst glaube ich, wird das ganz gut. Okay, cool. Achso, hier fehlt noch einer. Aber grundsätzlich ist es nicht schlecht, weil es dadurch auch ein bisschen stabiler insgesamt wird. Weil selbst wenn jetzt hier irgendwie jemand kommt und die Steine kaputt haut oder sowas, dann bricht nicht gleich alles zusammen, weil wenigstens die Holzbalken noch ein bisschen was stützen. Also von den oberen Konstrukten dann. Ja, ja, Retro Games, du hast ja recht. Ich muss jetzt kochen. Es ist 21.01 Uhr. Leider. Oh, ich hätte gerade so Bock, ey. Weißt du, es gibt Tage, an denen denke ich mir so, Stream, du kannst jetzt mal zu Ende gehen, ich will aufhören. Ist ja auch, ne, ganz normal, aber es gibt eben dann auch Tage wie heute, wo ich mir denke, ach komm schon, noch ein bisschen. Aber ausgerechnet heute geht's nicht. Nur noch 5 Minuten. Bin ich mir nicht sicher, ob der richtig platziert ist, der Balken. Das könnte noch ein bisschen schwierig werden, die hier richtig zu platzieren. Aber es scheint zu funktionieren. Naja, nee, wenn ich das schon... glaube, da gibt es Probleme. Die sind... na, die werden gleich hoch, doch. Ah, schön. Und die sind grün. Das heißt, wir können die ungefähr so unglaublich viel hochbauen. Unglaublich viel hochbauen. Ah, super. Ach, da bin ich jetzt super happy, dass ich das rausgefunden habe, jetzt zufällig. Mit den Bauhöhendingern. Mit den Steindingern. Das erbietet, nee, das kann man so nicht sagen. Das ermöglicht, das bietet, geht beides. Mir jetzt ganz neue Möglichkeiten hier. Der Turm wird ein dermaßen episches Konstrukt, dass die Götter vor Neid erblassen. Odin wird das nicht gefallen. Ich meine, zum Glück haben wir hier in der Mythologie nur Odin. Zeus wird wahrscheinlich sofort irgendwie in Form von einem Esel meine Kinder schwängern und meine Frau fressen und mich irgendwie die Augen ausstechen und verdammen. Ich weiß nicht, ob Odin auch so drauf ist, aber naja. Okay, ich habe kein normales Holz mehr, sonst hätte ich noch schnell was gemacht. Aber dann ist schon gut, dann machen wir jetzt Schluss für heute. Schön war's. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut. Cooles Projekt, das ich jetzt hier vor mir habe. Vielleicht machen wir nächsten Dienstag weiter und vielleicht kann ich euch dann schon einen fertigen oder weitergeburten, bauten Turm präsentieren, den wir dann vielleicht noch verfeinern oder vollenden. Mal gucken, je nachdem, wie viel Zeit ich am Wochenende habe. Na dann. Genau, bis bald. Danke fürs Dabeisein und hoffentlich bis nächste Woche dann. Gute Nacht zusammen. Ciao.